Hallo und herzlich willkommen hier zum achten Podcast auf venian.eu Nerdcast. Ja, der Grain möchte was einwerfen. Ja, ich wollte nämlich mal sagen, dass das zwar der achte Podcast ist, aber erst die siebte Ausgabe, denn die Christmas Edition war eine Special Edition, die hat keine Nummer. Das ist aber doof. Warum hat er keine Nummer? Das ist jetzt aber eine Ansichtssache. Da könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber Eine debattieren, Debatte. wenn wir wollten. Alle kommentieren, die meiner Meinung sind. Danke. Vielleicht das erste wichtige Thema. Genau, da ist das Vorstellen der anderen Leute auch schon gleich rausgefallen. Ihr habt gehört, ich bin mit zwei anderen hier, obwohl ihr wieder nur einen seht. Das hat logistische Gründe, wobei ich noch nicht ganz genau weiß, wie wir überhaupt ein drittes Cam-Bild reinholen würden. Das hatte Grain schon mal versucht, damals mit seinem alten Podcast, und das war schon kompliziert. Deswegen müssen wir mal gucken, falls ihr da irgendeinen Vorschlag für uns habt, wie man, wobei drei Also der Skype-Gruppen einfachste Vorschlag ist funktionieren. einfach, wenn alle Skype Premium haben, aber das kostet natürlich für alle. Außer man hat Office 365, was für zumindest Alex umsonst ist. Und ich ja, habe so eine habe ich Student auch. Edition. Also ab Aber in April Skype habe ich können wir keine es dann. Boni, also Genau. nicht, dass ich wüsste. Doch, ist eigentlich dabei. Gehört zu Skype dazu. Aber Alles egal, klar. also, Grain ist da und Alex sind da. Hallo und ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut verbracht. Ja. Grain, hat bei dir alles geklappt mit deinem Kochen? Ja, ich war äußerst fasziniert von mir selbst, denn ein Kuchen, den ich gemacht habe, war das Beste, was ich jemals geschaffen habe. Und sonst hat auch alles andere geklappt. Die Bude Überlegst hier du ist zwar jetzt Bäcker fast. zu werden? Bitte? Überlegst du Bäcker zu werden? Habe ich ja letztens kurz, aber die verdienen so wenig Geld in der Ausbildung, dass man da leider in Armut leben muss und darauf habe ich keine Lust. Hast du Und das ernsthaft überlegt? Ja, oh, weil ich das. Das hatte Also mich jetzt auch gewundert. Also eigentlich wollte ich ja erst Koch werden, weil mein Vater Koch ist. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht Bäcker, weil ich gerne eigentlich immer backe und so. Aber wenn ich so sehe, was bei so Verzierungen bei mir rauskommt, das sieht dann aus wie, weiß ich nicht was. Ich habe letztens zum Beispiel Wegmänner gebacken, die sahen aus wie Töte mich, habe ich ja letztes schon mal erzählt. Das Einzige, was ist der Geschmack und der ist gut, aber das Aussehen ist scheiße und da es beim Backen auch ums Aussehen geht, hat sich das dann auch schon wieder erledigt. Das Auge ist halt mit, ne? Um mal. Wobei sich das auch vielleicht anlernen lässt, aber mei. Wenn wir Bäcker hier müssen ein halt. Phrasenschwein hätten, hätte ich jetzt schon 1 Euro zahlen müssen. Ja. Nee, das stimmt natürlich. Aber interessant. Seht ihr mal, ne? So erfährt man hier einiges über die Leute, was man so gar nicht gedacht hätte. Das ist tatsächlich ernsthaft. Es geht halt nicht mit Paint.net, ne? Diese Dieses das Backen. Optik. Diese Optik da zu schaffen. Schade. Scheiße. Ja, und Alex, du auch gut Weihnachten verbracht? Ja, wenig stressig bei den Eltern natürlich. Ja. Wenn man kochen und so weiter. Ja, war ja das erste Alles Mal hat für ihren Andi Tisch. Auch, dass er so krasse Sachen zu Weihnachten machen musste und irgendwie backen und alle Leute bei ihm, ne? Von Ja, daher. also ich kann auch sagen, wir hatten viel zu viel zu essen. Wir haben immer noch alles hier voll stehen. Vor allem, weil das ist echt immer ominös bei Gästen, dass alle gefühlt nochmal das Doppelte an Essen mitbringen, was man eh schon hat. Das ist leicht nervig, vor allem, weil dann alles hier stehen bleibt und man irgendwie alles selbst essen muss, obwohl man bereits am liebsten den Finger in den Hals stecken würde, weil man viel zu viel gegessen hat. Aber jetzt brauchen wir bis Neujahr, glaube ich, nicht mehr kochen. Ja, das ist ja auch jetzt irgendwie vorteilhaft, Ein ne? Vorteil, genau. Ja. Ja, nee, ich war ja bei meiner Schwester sowohl Heiligabend als auch vorgestern, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, und war beides ganz witzig. Vorgestern gab es auch noch Sauerbraten und so, den ich nicht mag, aber dafür hat meine Schwester dann wiederum einen extra Braten gegessen, den ich mag, und viele von den anderen Gästen haben den dann auch gegessen. Da war dann nicht mehr so viel von da und sie war, glaube ich, ein bisschen sauer darüber, dass keiner ihren Sauerbraten essen wollte. Aber. Du hast aber kein Essen mitgebracht. Nee. Ich bringe kein Essen mit, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Fand ich jetzt ganz verwirrend. Aber das Würde ich wahrscheinlich. Auch nicht machen. Genau, weil das ja, also, vielleicht hatten Eher die Leute ein bisschen, kontraproduktiv. Vielleicht hatten die Leute ein bisschen Angst, dass du nicht kochen Habe ich mir kannst. auch gerade gedacht. Dass das so ein Zeichen ist. Der Andi, der kann eigentlich ja nicht kochen. Wer weiß, wie das Essen aussieht, ja? Ist ja nur Coda quasi. Ja, gut, nee, ja, komm, wir haben so viele Themen. Und Andi wollte das alles in einen Podcast stecken, möchte ich anmerken. Ja, alles in den Weihnachtspodcast, der eigentlich Nummer 7 ist und das hier ist eigentlich Nummer 8. Steht jetzt zumindest auf meiner Liste. Ja. Aber da werde ich mich im Laufe des, falls ich das mal öfter sage, auf jeden Fall vertun, weil ich es da reingeschrieben habe. Aber egal. Und das wollte er alles in einen Podcast packen, möchte ich anmerken. Ja, Dass du 3 Milliarden Serien und Filme auf einer Liste stehen hast, wusste ich ja nicht.
Du wolltest, dass ich einen Serien- und Filmerückblick mache, also muss ich ja auch das machen, was wirklich interessant war in diesem Jahr. Und das sind ja nur die Dinge, die ich persönlich interessant finde. Ich habe euch noch gar nicht gefragt, ob ihr was hinzufügen möchtet. Einige Sachen überschneiden sich sicherlich, da bin ich mir sicher, aber andere könntet ihr sicherlich auch noch hinzufügen. Das kommt noch dann erschwerend rein, ne? Ich habe übrigens Also ich diesen. kann zwei Serien hinzufügen, da brauche ich aber nur insgesamt eine Minute was zu sagen, deswegen wird das nicht die Problematik sein. Ich habe übrigens, ja, wir sagen ja auch nicht ewig viel zu allen, aber ich habe übrigens diesen Mikrofonarm jetzt, der quasi so über mir schwebt. Ich habe jetzt Fast. hier Freiheit und kann das jetzt immer für Videos nutzen, also für jede Art von Videos, fürs nächste Let's Play. Ich denke, den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, also wie sein richtiger Name ist, und der ist mir jetzt böse, deswegen sage ich ihn einfach gar nicht und dann wissen wir nicht, wem ich da jetzt erwähnen wollte. Ja. Da werden sich vielleicht ein paar Leute freuen. Ein paar nicht, denen Sound nicht so wichtig ist, aber ja, die anderen schon. Naja, Weihnachtsgewinnspiele wollte ich kurz darauf hinweisen. Wir wurden ja gestern auch von Blizzard erwähnt und wir haben ja mehrere. Ich habe jetzt bisher eins auch noch, was wir eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr starten wollten, gar nicht mit reingemacht, weil das irgendwie zu viel wäre. Habe ich mir gedacht, machen wir im Januar lieber. Aber was jetzt im Moment läuft, sind ja die vier, nee, doch vier, ne? Vier sind's. Vier Gewinnpakete, die wir haben. Ich kann sie euch auch nochmal zeigen. Für all die, die das Video gucken, muss ich nochmal ganz kurz das Richtige einblenden. Da haben wir es. Und ja, was haben wir da für Weihnachtsgewinnspiel? Was müssen die Leute machen? Kannst du ja vielleicht mal nebenbei erzählen, Andi. Was müsst ihr eigentlich machen? Das ist eine gute Frage. Ach ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Also es gibt vier Möglichkeiten. Möglichkeiten, wie ihr an diese vier Gewinnboxen rankommen könnt, wovon zwei WoW-Boxen sind und dann zwei Merchandise-Gemischboxen von allen anderen Ja, zum Blizzard-Spielen. Beispiel hier die Box Nummer 1, das ist, um das vielleicht mal kurz zu erklären, was ist das überhaupt? Das sieht man vielleicht auf dem Bild nicht. Dieses hier links oben, das sind so Pantoffeln, könnte man sagen. StarCraft 2 Zerklingen, glaube ich. Das hier rechts, das ist irgendwie so ein Heroes of the Storm. Also ihr kennt doch diesen einen StarCraft-Held, der sich immer auf die Köpfe von anderen Leuten setzt, ne? Kennt ihr vielleicht ja auch, ihr beide. Alex hat Ja, es ja auch Heroes of the gespielt. Storm kenne ich. Ja, meine ich ja, habe ich es. Ach so. Aber ist ja der StarCraft-Held aus Heroes of the Storm. Ja, das kann gut sein. Ja, und der setzt sich da halt auf die Köpfe. Das ist so ein Teil. Dann haben wir hier noch ein StarCraft 2 T-Shirt und ein Heroes of the Storm T-Shirt, was in dem Fall übrigens ein Lady-Shirt ist. Und unten ist noch so ein Lanyard. Also ein Lanyard ist, hab gerade keinen hier, so ein Schlüsselanhänger im Prinzip. So nennen die sich für StarCraft 2. Dann das zweite Paket ist das Overwatch Hearthstone-Paket mit einem Diablo 3 irgendwas drin war es. Ich sehe jetzt nicht ein T-Shirt, genau Shirt. da. Da unten, das sind Diablo 3 T-Shirt, ein Warlords of Draenor T-Shirt. Das haben wir halt einfach über. Wir wollten nicht einem in einem Paket zwei packen, deswegen ist da drin. Dann gibt es ein Overwatch Cap, eine Hearthstone Cap, einen Hearthstone-Flaschenöffner und einen Overwatch-Rucksack, der ist richtig groß. Ist übrigens alles inzwischen schon verpackt. Ist ja meine größte Hürde immer bei so Gewinnspielen. Dann haben wir hier ein WoW-Paket mit einem Demon Hunter T-Shirt, wieder Warlords of Draenor T-Shirt, eine Murloc-Tasse, dann einen Drachenwelpling, der hier drin ist, einem WoW-Buch, dem Untergang der Aspekte, und nochmal einem Buch, was eigentlich in der Warlords of Draenor Collector's Edition drin ist, die Art of World of Warcraft, Warlords of Draenor, und die Mist of Pandaria Collector's Edition, die da auch noch hintersteht. Und dann im vierten Paket, das ist auch wieder ein WoW-Paket, zwei Bücher, Legenden, das sind viele Kurzgeschichten, die sind echt gut, ich habe sie alle gelesen, und Kriegsverbrechen von Christy Golan, was so ein bisschen vorbereitet auf Warlords of Draenor, auch sehr, sehr gut. Warlords of Draenor Collector's Edition, eine Thrall-Figur, Pop-Dingens, ein Murloc-Plüschtier und wieder ein Warlords of Draenor T-Shirt. So, du bist wieder dran. Ich möchte kurz eine Intrige aufdecken. Was denn? Du hast im WoW-Paket 1 und 2 ein Ding vertauscht. Oh, hab ich? Wir haben aufgeschrieben, dass im ersten Paket nicht das Demon Hunter T-Shirt ist, sondern im zweiten Paket, aber du hast es im ersten Paket fotografiert mit rein, obwohl es gar nicht da drin Eieieiei, wird. das ist aber wirklich eine Dö, 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 Intrige. dö.
Wie wir das handhaben, werden wir in großen Diskussionen ausdiskutieren. Ja, lasst euch überraschen, wenn ihr dieses Paket gewinnt, Ich. in welchem es letztlich drin ist. Ja, zusätzlich haben wir aber noch ein Rafflecopter-Gewinnspiel. Das ist das Warte, ich erste. muss noch sagen, wie die Oh. Leute dann teilnehmen können. Oh, Entschuldigung, ja. Und zwar gibt es vier Methoden, weil eigentlich hätten wir nur mal wieder Facebook-mäßig was gemacht, aber wir wissen ja, dass nicht alle Facebook mögen und deswegen haben wir noch ein paar andere Sachen eingefügt. Aber mir fällt gerade auf, dass dieser Facebook-Ding schon Ja. fast 450 Likes hat. Das ist irgendwie überraschend viel. Dankeschön schon mal dafür. Naja, entweder über Facebook teilnehmen, indem ihr einen Beitrag liked, oder ihr kommentiert einfach diese Gewinnspiel-News und sagt uns, worauf ihr euch am meisten in Legion freut. Das dürfte wohl die wirklich einfachste Möglichkeit sein. Dann hat der liebe Patrick ein WoW-Quiz mit, ich glaube, 8 Fragen gemacht. Einige davon sind recht knackig, da muss man schon informiert sein oder einfach googeln. Und einige sind dann doch ein bisschen leichter. Oder ihr seid einfach kreativ und schickt uns ein Bild, ein Video, ein Gedicht oder was auch immer euch da geradezu einfällt zum Thema Weihnachten über ein Formular. Und von jeder Methode wird quasi einer ausgewählt, der dann random ein Paket gewinnt. Könnten wir dann in Podcast Nummer, warte, das ist jetzt ja 7 oder 8, ja, dann ist der nächste Woche 8 oder 9 und dann könnten wir dann in entweder Podcast Teil 9 oder 10 so rum, können wir ja die Wahrscheinlich. Bilder und Videos vielleicht zeigen, falls da Leute welche aufnehmen. Richtig. Ja, ich weiß Ja, schon, bei welchen am haben wenigsten schon. teilnehmen werden. Ja, bei dem letzten. Das ist, und da ist auch, ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen, bei solchen Gewinnspielen entscheiden wir immer nach unserer persönlichen Meinung, ja, vor allen Dingen Antis Meinung. Und bitte, die ist halt subjektiv. Ne? Beschwert euch dann nicht, wenn ihr mitmacht und ihr werdet hinterher nicht gezogen. Egal. Aber ich wollte jetzt gerade noch sagen, Rafflecopter Gewinnspiel. Das ist übrigens das erste Mal, dass eine Facebook-App auch über ein iPhone oder sowas läuft. Habe ich extra geguckt. Die Dinger laufen auch mobil. Und zwar könnt ihr da eben ein Archimond Kill plus Mount mit der Gilde Impact gewinnen. Habt ihr mehrere Möglichkeiten zu? Ihr seht schon, bei einer habe ich mitgemacht, testweise. Ihr könnt einmal das ganze Ding hier immer sharen und teilen auf diversen Wegen. Da kann man richtig viele Punkte mitgewinnen. Dann die VenueNew Facebook-Seite besuchen, die VenueNew auf Twitter folgen. Die Legion-Übersichtsseite besuchen und natürlich noch darüber tweeten. Das gibt alles extra Punkte in diesem System hier. Rafflecopter-System ist, haben wir das erste Mal jetzt verwendet. Geht natürlich auch bis zum selben Tag, zumindest laut den Einstellungen. Und ja. Also, Cool, wenn macht ich das da das jetzt. automatisch, diese Punkte analysieren? Ja. Ich dachte schon, muss der arme Nein. Andi für jeden Einzelnen durchschauen. Das Damit wäre hat eine er sogar gar Scheißarbeit. nichts zu tun, ausnahmsweise, weil das habe ich Nee. dann gemacht, weil das keine Programmierkenntnisse erfordert. Und ja. Hat funktioniert scheinbar. Ja, also man kann da auch einen Gewinner ziehen. Es gibt da so einen Button. Aber ich tue mich da jetzt schwer mit, das auszuprobieren, weil ich Angst habe, ich Das ist ziehe so dann da dämlich. irgendwie tatsächlich einen Gewinner. Also man kann sich hier die Einträge halt anzeigen und man könnte hier dann Add a Random Winner machen. Das mache ich jetzt aber mal nicht, ja? Randomness powered by random.org. Was ist denn random.org? Das ist Weil tatsächlich die irgendeine Seite. Zufallszahlen generiert wahrscheinlich. Ja, Ah. es gibt so Seiten, die halt wirklich echte Zufallszahlen generieren. Ich weiß nicht, ob so eine ist. Weil Echte Zufallszahlen. computergenerierte Zufallszahlen sind ja nicht echt. Ja, Aber also das ist ein anderes Thema. das ist halt irgendwie Rafflecopter, was das Ding hier nutzt, weil ja übrigens für alle Leute, die schon mal so Gewinnspiele planen wollten, die Gewinnspiele, die wir früher gemacht haben und mit denen wir VenueNew und Baronbuff unsere Seiten mit ganz vielen Likes versehen haben, wo wir euch immer früher mit gezwungen haben, die Seite zu liken, ohne dass ihr nämlich nicht teilnehmen konntet, das geht nicht mehr. Ja, das lässt Facebook nicht mehr zu. Das kann man einfach rein technisch scheinbar nicht mehr machen, weil auch bei Rafflecopter war das früher eine Sache, die man halt ja hinterlegen konnte, genauso wie man zum Beispiel Twitter hinterlegen kann, dass die Leute followen müssen. Das kann man nicht mehr machen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So Ja. overall gesehen. Für uns vielleicht doof, aber ja, deswegen kann man sich wahrscheinlich nicht mehr so gut Seiten auf Facebook mit Followern sichern. Sondern die Leute müssen freiwillig folgen. Verrückt, sage ich euch. Ja, aber egal. Zurück zum Thema Weihnachtsgewinnspiele. Das waren unsere Weihnachtsgewinnspiele. Fertig.
Genau, dann möchten wir natürlich nochmal darauf eingehen, weil was wir tatsächlich echt nicht oft machen, was ja aber wieder ein ganz gutes Zeichen ist, wir möchten euch nochmal danken für eure Mithilfe. Sei es jetzt darüber, dass ihr, auch wenn ihr in der EU euren Adblocker ausstellt, sei es jetzt auch darüber, dass ihr vielleicht gespendet habt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Beides. Also Jahren ist natürlich völlig übertrieben in der Stelle, weil wir es jetzt erst seit 2 Monaten in der Form machen. Beides hilft aber enorm. Und wir haben ja auch diesen Monat wieder, und das hat mich ein bisschen überrascht, 220 € Spenden. Mal sehen, wie das im Januar aussehen wird. Wir haben ja so ein Goal, so 200 € müssen wir noch zusätzlich einnehmen mit Spenden, damit das alles so klappt. Dazu haben wir natürlich auch noch immer, was ich an dieser Stelle mal nicht unterschlagen möchte, Patreon, wo wir ja Leute haben, 20 Leute, die uns mit $66 nochmal zusätzlich jeden Monat versorgen. Das kommt also da noch hinzu, ja. Und da möchten wir nochmal danken, denke ich, auch der Andi, und sagen, macht weiter so. Ja. Thank you for the Euros. La 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 la. Und so weiter. Genau. So, das ist auf jeden Fall nett. Oh, fuck. Ich drücke zwischendurch heute immer auf die falschen OBS-Dinger und habe dann zwischendurch schon die QuizMap gezeigt. Start- und Pause-Sachen von irgendwelchen. Ich weiß gar nicht mehr, von wann das war. Ich kann mal kurz auf Start drücken. Gleich geht's los. Wir werkeln noch an den Einstellungen. Ja. Oh, da steht noch Vanion Port bei G2A. Das möchten wir mal ganz schnell wieder wegmachen. Ja. Nächstes Thema. Ich habe so ein paar Ideen mal aufgeschrieben und die ich hier mit den beiden gerne besprechen möchte, die man halt im Jahr 2016 eventuell machen möchte. Wir werden sie hier diskutieren. Das heißt nicht, dass die Sachen wirklich kommen. Das zum einen. Sondern über einige Dinge haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir wollen hier so ein paar Ideen diskutieren, wie das dann konkret aussehen würde. Und dann könnt ihr darüber gerne kommentieren. Entweder ihr macht einen öffentlichen Comment oder ihr schreibt eine E-Mail. Geht auch. Beides ist eine nette Sache und könnt ihr gerne machen. Ja, würden wir uns, denke ich, drüber freuen, wenn ihr euch da so ein bisschen mit dran beteiligt, weil dann sieht man gleich, wie interessiert die Leute sind. Die erste Sache, die ich hier aufgeschrieben habe, eine Show wie die WoW-Nacht. Weil ich habe nämlich vor ein paar Tagen, am ersten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, so ein bisschen schwieriges Wort, eine Erinnerungsnews geschrieben quasi, wo ich einfach mal so ein paar Videos gezeigt habe aus den WoW-Nächten, die ich damals gemacht habe. Und zwar mit Steve, ja, kennt ihr sicherlich da draußen von WoW-Szene. Da haben wir zum Beispiel immer große Ingame-Events in diesen Shows innerhalb dieser WoW-Nacht gemacht. Und ein Ingame-Event, eines der ersten in unserer ersten Sendung, haben wir zum Beispiel von den Leuten damals WoW-Szene legen lassen, was ziemlich beeindruckend aussah, als dann wirklich geklappt hat. Am besten sind in dem Video übrigens noch meine wunderbaren Zuni-Vegas-Übergänge, möchte ich anmerken, aber das nur nebenbei. Ja, ne, solche Dinge haben wir halt, oder habe ich halt überlegt, ob man so eine Show eventuell nochmal ja, in irgendeiner Form machen sollte, machen kann. Wer sich übrigens über die komische oder das komische Aussehen der Welt da ja, wundert, das ist halt noch Präkataklysm, bedeutet also, dass das vorher war, ne? Also bevor die Welt sich veränderte und Deathwing kam, rüberflog und alles weg war. Ja, da ist die Frage, was denkt ihr euch, könnten Shows in dieser Art und Weise, ihr kennt sie, glaube ich, zumindest habt sie mal gesehen damals, ist ja im Prinzip so eine Talkshow zu WoW mit verschiedenen Arten von Gästen, man spricht über irgendwas. Und glaubt ihr, das könnte heutzutage noch, keine Ahnung, einmal im Monat ziehen oder ist das eine Sache, die problematisch ist? Alex darf anfangen. Also ich glaube halt, generell ist da bestimmt schon Interesse da. Man muss halt aufpassen, zum einen, dass es natürlich nicht zu häufig ist, sonst ist es gleich wieder gesättigt quasi. Zum anderen glaube ich halt durch das Ganze, also Twitch wurde ja jetzt recht groß, seitdem das war mit der WoW-Nacht ursprünglich. Damals gab es kein Twitch. Ja, Das war alles nur genau. Audio. Ja. Radio. Ja, gut, ich meine nur, das ist ja quasi so ähnliches Konzept zum Teil und das ist quasi jetzt permanent zugänglich, wenn man Lust drauf hat. Von daher denke ich, ist da generell das Interesse ein bisschen gesunken. Aber trotzdem noch da, vor allem zu WoW, so Talkshow-mäßig, gibt es ja dann doch nicht so viel. Von daher denke ich schon, dass man es probieren könnte. Man muss halt nur schauen, wie zum Beispiel jetzt im Moment, gut, jetzt mit der Legion Beta gibt es natürlich
einige Infos, aber gibt ja auch immer wieder Zeiten, wo es halt ein paar Wochen oder Monate nichts wirklich Neues Spannendes gibt, über das man sich unterhalten könnte. Ja. Von daher denke ich schon, dass man es probieren könnte, aber bin mir nicht so sicher, ob es wie gut es ankommen könnte. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, ich denke auch, dass man das probieren sollte, weil ich solche Ingame-Events eigentlich immer lustig finde, wenn ich meine, generell in den Foren und so, da machen die so nicht bekannte Fanseiten oder so, sondern einfach irgendwelche Spieler ja auch immer irgendwelche Ingame-Events mit ihren Gilden, wo dann andere auch dran teilnehmen können und so weiter. Letztens war da irgendwie so ein Star Wars Battletech, was ich gelesen hatte. Fand ich jetzt nicht so mega interessant, deswegen hatten wir dazu keine News. Das Problem ist halt immer das mit dem Server, weil im Endeffekt kann man ja immer nur Ingame-Events machen mit Level 1-Chars. Man kann zwar natürlich diese. Jetzt ist mir dieser tolle Cross-Realm. Begriff, ja, Cross-Realm, aber dann muss man ja Battletech-Freunde und dann alle in Gruppe einladen und das ist immer so ein riesen Aufwand, dass dann alle auch befriedigt sind, dass sie in der Gruppe sind und so weiter. Deswegen kann man eigentlich immer lieber direkt ein Ingame-Event machen, dass sich Level-1-Chars erstellt werden auf einem bestimmten Server, der Server dann irgendwann abstürzt, falls es zu viele sind. Aber ich finde das auf jeden Fall immer ganz lustig. Und Wie toll ausprobieren das sollte doch man das auf wäre, jeden Fall. wenn man da einen eigenen Server dafür hätte. Meinst du Das einen darf man nicht. Privatserver? Das darf man ja nicht. Das haben wir ja mit Blizzard schon ausdiskutiert. Das ist leider nicht Der gleich machbar, wäre schon ne, gut. für sowas, aber. Das ist ja auch verständlich. Ja, aber ja, gut, verständlich, dass man von denen keine Event-Server kriegt, nicht unbedingt, finde ich. Aber ja, so ist es halt, ne? No. Kann man nichts machen. Ja, ansonsten, als nächste Idee hatten wir ja noch, oder hatte ich, Barlow und Drunken davon zu überzeugen. Also mit denen habe ich so auch noch nicht gesprochen, außer dass ich zu Barlow mal meinte, dass es vielleicht eine gute Idee ist. Unser erfolgreiches Format Anders gilt in Overgate in eine dritte Staffel, wie wir es genannt haben, zu schicken. Ich hatte gestern mit Barlow schon gesprochen, dass irgendwie die zweite Staffel ja nur mäßig erfolgreich war. Beziehungsweise nein, eigentlich war sie nicht nur mäßig erfolgreich, das weiß ich gar nicht mehr, wie erfolgreich sie war, sondern sie war vor allen Dingen für uns persönlich nicht ganz so cool. Wir hatten da irgendwie nicht so viel Spaß dran, was aber so ein bisschen, glaube ich, daran lag auch unter anderem, dass halt tatsächlich wir da zu viert waren und man zu viert echt ein bisschen Problematiken hat, irgendwas zu machen. Ne? Bei dem Originalen waren wir nur zu dritt. Ich weiß natürlich, dass Grain das zum Beispiel, glaube ich, gar nicht geguckt hat, oder? Nehme ich an. Korrekt. Ja. Ich meine, die erste Sache, ich höre immer wieder von Leuten, die das halt nochmal wieder gucken. Wenn wir uns jetzt mal hier die erste Folge angucken, die hat jetzt 162.000 Aufrufe von der ersten Staffel, ist natürlich recht viel. Wenn wir da jetzt mal einfach ein bisschen runterscrollen in eine der späteren Folgen, hat die halt dann auch nur 8.000 Aufrufe, in Anführungsstrichen nur noch, weil das ja auch nicht gerade super wenig für so ein Video, weil das halt wirklich tatsächlich immer wieder Leute noch sich irgendwie komplett geben, aus irgendeinem Grund, ja. Der letzte Teil, 13.000 Aufrufe, ja, ist halt echt krass, finde ich. Balo noch ohne seine Brille, krasse Sache auch, aber naja. Ja, deswegen, ich weiß nicht, da werdet ihr beide jetzt wahrscheinlich nichts zu sagen können, außer ihr möchtet gerne, aber Da ansonsten ich finde das Phänomen im Let's Play eh nicht verstehe, möchte ich dazu nichts sagen. ja, also ich persönlich schaue auch keine Let's Plays, aber ich kann ein bisschen nachvollziehen, wieso es Leute tun, oder ich kann verstehen, dass es Leuten gefällt. Von daher denke ich, kann schon gut ankommen, aber auch da bin ich mir halt unsicher, durch die Konkurrenz mit Twitch auch. Das kann man nicht ganz vergleichen, klar. Ja, wir haben das ja zum Schluss immer gleichzeitig auf Twitch gemacht. Also haben quasi eine Live-Geschichte gemacht und diese dann hinterher auf YouTube veröffentlicht. Ja, Ich ich meine, glaube, es der ist ja Barlow. nicht so. Ja. Nicht so die großen Kosten, das einfach auszuprobieren. Aber ja, könnte klappen, könnte aber auch nicht klappen. Ich glaube, der Barlow-Faktor spielt da immer eine Rolle. Denn wenn ein Barlow nicht dabei wäre, auch wenn ich mich hasse, dass ich das jetzt sage, wird es wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich. Aber da Barlow da ja eh sein wird, ist eine Grundfangemeinde ja sowieso schon mal da. Nämlich die von Vanyan und die von Barlow. Und dann kommen noch die Random-Leute dazu, die davon Drunken. dann wieder Wind Ne, kriegen, ist weil keine. ich. Ach so. Drunken war immer noch dabei, nur als. Ich weiß nicht, ob er eine Fangemeinde hat. Ja. Wahrscheinlich. Aber was ich sagen wollte noch ist, dass ja, ich glaube, die zweite Staffel wurde ja sogar dann auch auf anderen Portalen in der deutschen
Spielewelt gepostet, wodurch dann auch nochmal viele darauf aufmerksam wurden. Ob das dann nochmal passiert, weil Barlow ja auch viele andere, ich glaube, es war nur wegen Barlow im Endeffekt, weil Barlow, aber der hat ja auch viele andere Formate und ich glaube nicht, dass das dann wieder gepostet wird, nur weil es dann eine dritte Staffel gibt. Aber ich denke, man kann ja quasi einfach mal so ein Konzept aufbauen, was nicht aufs 100 Folgen, sage ich mal, besteht, sondern einfach dann mal gucken, ob die Zuschauergemeinde da bestehen bleibt oder ob es immer weiter absinkt, so wie man es halt immer machen muss bei Let's Plays. Und dann einfach sehen, ob es sich lohnt oder halt, ob es sich nicht lohnt. Und wenn ihr Spaß habt, dann ist es ja eh gut. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann kann man es eh abblasen, weil wenn jemand keinen Spaß hat, dann merkt man es beim Spielen und beim Schauen dann eben halt als Zuschauer. Das liegt dann halt auch so ein bisschen an euch. Ja. Was wollt ihr denn dann quasi machen? Wisst ihr das schon? Ob ihr Nee. einfach wieder ein, von null an leveln wollt Also, oder? ich sag mal so, bei Anders gilt und umgekehrt ist ja sowieso der Punkt nicht, was wir machen, sondern dass wir drei uns hauptsächlich unterhalten. Ist ja fast wie so ein Podcast in einem Let's Play-Ding, ne? Also klar, wir machen natürlich irgendwas, das ist halt so Nebenschauplatz, aber ich würde sagen, das Hauptding bei Anders gilt und umgekehrt ist tatsächlich die Tatsache, dass wir uns dabei unterhalten, wie wir spielen und über was wir uns unterhalten. Das ist, glaube ich, und die natürlich die Interaktion zwischen diesen drei Individuen. Zu Anfang von Anders gilt und umgekehrt kannten wir uns ja auch fast gar nicht, ne? Also Drunken zum Beispiel kannte ich da überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist da der Effekt. Also es gibt da jetzt noch keinen konkreten Plan. Vielleicht arbeite ich mit Barlo noch mal einen konkreteren Plan aus. Beziehungsweise müssen wir ja dann noch Drunken fragen, ob der Lust hat. Müssen wir mal schauen. Naja, apropos WoW Let's Play übrigens, da hatte ich auch überlegt, nochmal eins zu machen. Wir hatten ja schon mal ein sehr erfolgreiches WoW Let's Play und dann eins, was immer mal wieder der Anfang war, halt zu MOP, glaube ich, ne, war da mal eins, aber das war halt immer nur so ein bisschen. Die WoW Let's Plays jetzt hier zu den Zonen, die sind ja mal unabhängig davon, die laufen ja ganz gut, denke ich, ne, die ich jetzt gerade mache, also zu Ja. Stormheim und Hochberg. Gehört ja auch im Endeffekt nur zur Legion Coverage, damit die Leute, die es sehen wollen, sehen können und die Wusstest du das. eigentlich, wo wir dabei sind, ich weiß gar nicht, ob ich das später noch irgendwann habe, aber dass wir, ach ja, genau, steht da unten, dass wir insgesamt schon knapp 50 Videos zu Legion Ja, Beta hatte ich bzw. gelesen. Alpha haben? Krass, ne? So muss Weil sein. zu Cataclysm hatte ich 85 Videos insgesamt. Ja, Also aber ist wir. ja auch. Wir haben ja auch sozusagen eigentlich fast gar keine Beta-Shows mehr, die wirklich Beta-Shows heißen, wo du quasi früher immer mehrere Features gleichzeitig gezeigt hast, sondern wir haben ja quasi schon allein dadurch, dass man zu jeder Klassenausrichtung was zeigen muss und dann nochmal zu jeder Klasse, das sind ja schon wieder unendlich viele Videos, was einfach an den Features von Legion liegt. Ja, bei den Cataclysmen habe ich ja zum Beispiel auch ganz viele Zonen gezeigt Richtig. und, ne? Ja. Also es gibt halt einfach sehr, sehr viel zu zeigen in Legion und, Dafür naja. hast du in WoD sehr viel weniger Videos, glaube ich, Sehr viel insgesamt. weniger, ja. In Weil du MOP da auch. ganz viel immer in ein Video quasi reingepackt hast und man konnte da generell nicht so viel irgendwie zeigen, Ja, weil außer Garnison gab es halt nicht so viele große Features. Ja, naja. Ja, das geht auf jeden Legion Fall. hat natürlich sehr viel Content mit den ganzen Artefakten. Ja. Ja, genau. Das ist halt sehr, sehr viel, was man da zeigen kann. Aber das nur mal so nebenbei gesagt. Ja, wie gesagt, ich möchte auch nochmal so ein, weil es halt nichts kostet, wie ihr das gerade schon richtig gesagt habt, so ein etwas anders gelagertes WoW-Let's Play machen, nämlich mit Leuten, die halt, also wie das im Prinzip schon bei meinem ersten WoW-Let's Play, was auch irgendwie 150.000 Aufrufe hat, war mit Leuten, die teilweise gar kein WoW spielen. Ich habe da ein paar Leute, mit denen ich studiere, schon gefragt und da wird vielleicht dann was rauskommen. Mal schauen. Das ist halt im Prinzip dieselbe Sache, denke ich, wie gerade. Muss man mal gucken. Was vielleicht auch noch für viele Leute interessant ist und wonach mich auch immer wieder welche fragen. Ja, ich habe ja in WoD geraidet und ich hatte da auch eine Gilde. Wir haben ja uns dann irgendwann im Sommer gesagt, ey, jetzt hier im Moment machen wir erstmal nicht mehr weiter. Wir gehen quasi in so eine Sommerpause mit vielen Leuten davon, so knapp 15 insgesamt Leute, die ich kenne, unter anderem auch Alex, will ich ja zu Legion auf jeden Fall wieder raiden natürlich.
Und so ab Februar werden wir da auch versuchen, das Ganze anfangen. Also ich werde versuchen mit ein paar Leuten, da jetzt dann auch die Leute zusätzlich zu finden, die wir halt noch extra brauchen. Weil man muss sagen, zum Beispiel Heiler haben wir schon sehr viele, Tanks haben wir auch zwei, aber wir brauchen noch ein paar DDs. Und ab Februar habe ich ja Semesterferien. Und da werde ich dann halt wieder mal ein bisschen mehr Zeit dann daran auch investieren können und das dann auch wenn in die EU natürlich publik machen, weil wie gesagt, wir haben eben mit dem Kern von Mytheryngel, der wird halt dann auf jeden Fall dabei sein, weil ne, wir haben halt die ganze Zeit jetzt, die wir gesprochen haben innerhalb des letzten halben Jahres immer gesagt, dass wir da eigentlich gerne weitermachen wollten. Ich persönlich konnte da noch nicht mehr ganz so viel Zeit reinstecken, eben durch Umzug und durch die Geschichte jetzt mit dem Studiumsanfang, was ich dir gesagt habe, das will ich jetzt dann erstmal ein bisschen zurückfahren. Und das war halt bei manch anderen war es dann auch so, dass sie gesagt haben, ach, Sommer ist auch scheiße irgendwie für Mega Progress. Hoffen wir mal, dass das in Legion übrigens nicht ganz so sommerig wird. Ich habe ja da die persönliche Hoffnung, dass sie zwar das Add-on irgendwann im Juni releasen, aber durch diese ganze Verzögerung der Hauptcontent erst im September richtig losgeht. Aber das werden wir nochmal sehen, ne? So spät, das wären ja 2, 3 Monate, die man nicht raiden geht. Ja gut, aber es wird ja am Anfang erstmal wieder knapp 4 Wochen dauern, bis man in den ersten Raid kommt. Und das ist halt nicht der Hauptraid hier meistens. Also der Traum So. zum Beispiel in dem Fall. Da geht man dann rein vielleicht im Juli. Aber da hoffe ich, dass dann erst irgendwann Ende September der zweite Raid hier kommt. Sodass man dann da voll zuschlagen kann. Weil ich sag mal, in dem ersten, im komplett heißen Juli. Wobei wir auch da ein paar Fehler erkannt haben, die wir halt damals gemacht haben. Zum Beispiel haben wir halt versucht, Twinks jeder zu haben und dann auch öfter in diese Instanzen reinzugehen. Das werden wir definitiv nicht mehr machen. Das war definitiv ein Fehler, weil es einfach Kacke ist und auf unserer Platzierungsebene einfach auch keine Rolle spielt. Ne? Ich weiß nicht, ihr habt das ja auch gemacht in der Gilde, in der du warst, Alex. Ne? Aber auch halt nicht ganz so exzessiv, wie wir es versucht haben, was wohl eure Gilde da Also wir auch haben es besser kaum mitbekommen gemacht. Ich ist. glaube, wir wollten es machen, aber es hat dann eh irgendwie nicht geklappt und dann haben Ja. wir es gleich sein lassen. Ja. Ja, wir hatten das halt so ein bisschen auf Biegen und Brechen versucht, muss man sagen. Was dumm war. Aber dahinter ist man immer schlauer und ich bin froh, dass ich zu vielen Leuten, einige sind jetzt ja zum Beispiel davon auch bei der Geschichte, die wir am Mittwoch mit Barlow machen, dabei, beziehungsweise waren jetzt immer mal wieder dabei, weil ich die halt natürlich noch kenne und mit denen halt weiterhin spielen will und werde. Deswegen, ja, ne. Wird dann allerdings nicht mehr Mytheryngel heißen, ist auf Blackhand Horde übrigens vielleicht auch nochmal ganz interessant für Leute, die sich das fragen. Aber ab Wobei Februar ich gibt es dann hoffe, wo dazu wir mehr. gerade dabei waren, nur als Ja. Nebenbemerkung, dass sich der Dream, das ist ja der erste Raid, ne? Nicht so wie ein. Also, Heimol war zwar cool, aber hat sich irgendwie nicht wie ein vollwertiger Raid angefühlt. Ein bisschen doof. Ich hoffe, dass sie das beim Dream Wieso fandest irgendwie. du? Weil es da halt kein Set gab, oder was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das Set war. Es hat halt irgendwie so wie ein Füller-Instanz gewirkt. Keine Ahnung. Ich kann gar nicht Es sagen, ist wieso. ja so, dass generell, das hatte ich auch dadurch, dass ich im Mob als letztes so richtig geradet habe, da hatte man aber auch so das Gefühl, weil im Endeffekt raidet man zwar nur, also raidet man eigentlich nur zum Spaß, weil man weiß, in X Wochen öffnet der nächste Raid und erst da gibt es die Ausrüstung, mit der man dann mehrere Monate verbringt, bis dann der nächste vollwertige Raid rauskommt. Und das, da hatten wir auch schon damals so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen quasi den Nutzen des Raids verringert. Ja, das kann sein. Übrigens wird es gleich dazu kommen, liebe Zuschauer da draußen, und ihr wisst das dann jetzt auch schon mal, dass es eine kleine Unterbrechung innerhalb dieses Videos, also irgendwie so einen Cut gibt. Da haben wir das nichts rausgeschnitten, was irgendeiner gesagt hat, Böses oder so, sondern dann kriege ich nur kurzzeitig einen Anruf. Ja? Namens mit der Telekom. Spaß mit der Telekom mal wieder. Da habe ich ein paar Probleme gehabt. 2015 kann ich gleich nochmal erzählen. Aber. Weiter dazu, genau, also das zum einen. Dann habe ich nochmal überlegt, so ein paar WoW-fremde Videos zu machen. Zwar auch Let's Plays, aber Let's Plays sind natürlich nichts, was irgendwie die Leute so richtig krass hinterm Ofen vorlockt. Machen auch ganz viele zu ganz vielen Spielen Let's Plays. Von daher würde man damit sowieso jetzt nichts reißen. Sondern auch so ein paar andere Geschichten sind da geplant. Zum Beispiel habe ich auch hier wieder Leute, mit denen ich studiere, die zum Beispiel sehr viel FIFA machen und mit denen hatten
hatten wir den Plan, dass wir in Richtung FIFA da mal schauen. Ich weiß natürlich, dass bei der WoW-Community nicht unbedingt super viele Leute sind, die sich für FIFA interessieren. Die beiden hier, mit denen ich gerade spreche, zum Beispiel null, ja. Und davon gibt es da draußen halt ganz viele. Aber es gibt auch einige, die sich dafür interessieren. Natürlich wird es nicht so viel krass sein wie WoW, aber das ist auf jeden Fall ein Feld, auf dem ich halt nebenbei mit ein paar anderen Leuten mich dann so ein bisschen mal wieder ausprobieren werde. Einfach aus Just for Fun, nicht weil ich da irgendwas Großes vorhabe und die Welt verändern will, sondern einfach gucken, worauf wir da vielleicht Spaß haben. Wir haben auch gesagt, wir sollten einfach mal ein paar Mädels von uns Guitar Hero oder so spielen lassen. Das bestimmt super gut ankommt. Nein, Scherz. Aber ne, wir haben da halt so ein paar Dinge uns überlegt, die wir machen wollen. Müssen aber nochmal gucken, was wir da machen, in welchem Rahmen. Werden wir natürlich euch hier auch auf diesem Wege präsentieren, aber ja, wird natürlich nicht unbedingt jeden interessieren. Dessen bin ich mir bewusst. Ein Remake vom unglaublich gut angekommenen Lego Marvel Super Heroes. Genau, das hat mich darauf tatsächlich gebracht. Ich bin dann noch immer überrascht, dass es 8000 Aufrufe hatte. Ja, hätte ich es mal weitergemacht, hätte ich eine Karriere als PS4-Let's Player haben können. Nein. Aber trotzdem ist es halt vielleicht ganz witzig einfach mal, ne? Und das ist aber jetzt nichts, wo ich sage, wir haben da richtig große Pläne und werden jetzt hier die größte FIFA-Community oder sonst irgendwas, sondern wir machen einfach das, worauf wir ein bisschen Spaß haben, unabhängig jetzt davon, wie erfolgreich das wird, sondern gucken einfach mal, vielleicht gefällt es sogar einigen, dann cool, wenn nicht, dann nicht. Ja, ne? Genau. Redesign von Venue. Vielleicht kannst du jetzt dazu mal was kurz erklären. Erzählen. Ich? Ja. Worüber? Wir haben ja noch nichts Konkretes Ja, darüber gesagt. aber genau das ist ja der Punkt vielleicht, dass wir einfach da mal gucken, was könnte man denn überhaupt machen? Also wie ist es überhaupt? Also ich habe ja dann jetzt auch noch mal so ein bisschen Ideensammlung. Das passt ja vielleicht noch mal dazu, weil ich hatte hier uns mal aufgeschrieben, Ideensammlung, Blizzard fremde Bereiche. Das ist halt jetzt eher eine Sache, über die ich sprechen wollte, die ich bei anderen Seiten beobachtet habe, zum Beispiel bei BAFT. BAFT würde ich jetzt ja nicht wahrnehmen als eine Seite, die zum Beispiel über Filme und Serien berichtet, ne? Aber dann haben die zwischendurch einfach mal auf einmal irgendwas zu Star Wars The Old Republic, nicht The Old Republic, das wäre ja noch vollkommen richtig, sondern das Erwachen der Macht oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Kinofilm. Und da ist die Frage, ja, wie ist das die Frage, beziehungsweise, warum machen die das? Beziehungsweise nicht, warum machen die das, ist klar. Clickbaiting quasi. Aber was könnten wir theoretisch gesehen, ohne jetzt irgendwie wieder eine große Sache vom Zaun zu brechen, wie wir das schon mal gemacht haben, aber einfach, weil wir es uns interessiert, vielleicht wir Lust haben, darüber zu schreiben, da reinbringen, auf eine Art und Weise, die keinen stört, aber auch interessiert. Das ist so ein bisschen, wo ich mich das gefragt habe und wollte das hier mal mit euch diskutieren. Die Problematik meiner Meinung nach ist darin, dich wird das nicht so sonderlich interessieren, weil du nicht so denkst wie ich, glaube ich, weil ich bin so einer, der, wenn er etwas anfängt oder wenn er etwas macht in irgendeine Richtung, dann will er das auch richtig machen. Und ich bin sehr der Meinung, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man am Anfang dann solche Filmtrailer und sowas postet und schreibt und sich dann irgendwann und dann kommen wieder neue Trailer. Und dann denkt man sich so, ja, den Film mag ich eigentlich nicht so richtig oder so. Und dann lassen wir das mal heute, weil wir haben eh schon so viel gepostet. Und dann wird das quasi nicht mehr, also dann wird das nicht mehr regelmäßig alles gemacht. Und dann kann man es im Endeffekt meiner Meinung nach zumindest immer schon sein lassen, weil wenn jemand quasi auf WNU geht, um auch darüber zu informiert zu werden, und dann aber nicht immer informiert wird über das Neueste, was gerade rauskommt, dann kann ich auch direkt auf andere Seiten gehen und so weiter. So denke ich halt, wenn das quasi nicht immer vollwertig durchgezogen wird, worüber man denn berichten will. Wenn wir jetzt quasi so eine Seite wie früher BAFT sind, weil ich meine, BAFT ist jetzt wirklich eine interessante Seite vielleicht für WoW-Leser, weil sie da viele Kolumnen und sowas rausbringen, aber früher, als sie so ein bisschen nachgelassen haben, da gab es dann nur noch offizielle WoW-News und jemand, der sich wirklich darüber informieren wollte, der hatte auf WNU auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel bessere News, weil sie einfach über alles berichtet haben. Und wenn ich jemand bin, der über Serien auch informiert werden will, dann gehe ich auf so Seiten, wie du schon öfters erwähnt hast, sowas wie Serienjunkies. Serien-Junkies oder sowas, weil ich weiß, da gibt es auf jeden Fall immer alles und ich verpasse gar nichts. Wenn ich auf WNEU gehe, nur noch und Serien-Junkies fallen lasse,
dann werde ich wahrscheinlich nicht alles mitbekommen, was ich mitbekommen könnte. Andererseits kann man es auch so sehen, dass die Leute einfach nur nebenbei, auch wenn in die U dann lesen, oh, da ist schon der Filmtrailer zu, keine Ahnung, X-Men Apokalypse rausgekommen. Also, mir ging es gar nicht so sehr darum, zu versuchen, oder damit, also wenn überhaupt ich sowas machen würde, da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob es schlau ist, ob man nicht Leute, damit halt stört, die sich nur über WoW informieren wollen. Das war ja auch einer der Punkte, die ich hier interessant fand, mit euch zu diskutieren. Oder wenn man sowas macht, ob man das zum Beispiel nur, also nicht in den Hauptnews mit auflaufen lassen würde, sondern irgendwo anders, was dann wiederum ins Redesign fallen würde. Aber wenn man sowas macht, hätte ich sowas eher dann zu Dingen gemacht, quasi in Richtung mit, also nicht hier, hey, hier ist der neue Trailer zu Film X, sondern irgendwas in die Richtung, dass Blog. man halt eine Meinung dazu aufschreibt oder sowas, ne? Also So in in die, Richtung Blog. genau. Aber da weiß ich halt nicht, ob es dazu passt. Das ist nämlich immer die Sache, wie das reingepresst wird in Ja, eine genau, Seite. weil ich nämlich auch gerade sagen, dass ich mir halt gut vorstellen kann, dass die Leute halt davon genervt sind, die halt jetzt Ja. nur für WoW da sind und das dann quasi zuspammt. Gut, das ist natürlich so eine Redesign-Sache, aber man will natürlich dann auch, dass es trotzdem irgendwie sichtbar ist. Ich Und meine. das ist halt schwer, denke ich, da eine Balance zu finden, dass es nicht nervig ist für die, die es nicht interessiert, aber auf der anderen Seite trotzdem Sichtbarkeit zu haben. Ich meine, so ein Konzept, davon habe ich früher schon öfters mir, oder darüber habe ich mir schon früher öfters Gedanken gemacht, ohne irgendeinen Slogan von anderen Firmen zu klauen, aber so ein von den Spielern für die Spieler mäßiges, dass diese Seite, wie auch immer sie dann heißen würde, also wenn in die EU sagen wir jetzt einfach mal, dass das quasi so eine große Blogseite im Endeffekt ist. Wo ausgewählte Leute, ob das jetzt Festredakteure sind oder nicht, sondern quasi ihren eigenen Blog haben und über das schreiben, worauf sie Bock haben, dass einige über Filme und Serien schreiben, die anderen über Techniksachen und so weiter und so fort, aber dass das halt alles blogmäßig ist, das heißt keine News, sondern halt wirklich, wie man es kennt von einem Blog, viele eigene Meinungen. Wenn jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, große Apple-Konferenz oder große Google-Konferenz ist, dann kann man da natürlich auch auf die Seite gehen, weil natürlich in dem Blog auch sowas zusammengefasst wird oder sowas. Aber dass es halt nicht um News geht, dass man da jeden Tag alles sieht, was passiert ist, sondern einfach diese ganze eigene Meinungsgeschichte, so wie man eben halt einen Blog kennt. Aber wie das dann zusammenpasst, weil wir sind da oder generell ist Pettik und mit Venin U darüber bekannt geworden, dass es WoW-News gibt, WoW Geist und so weiter. Und wie man das dann alles verbindet, ist natürlich die sehr große Frage. Mit sehr vielen Filtern auf einer Startseite, was wahrscheinlich kaum jemand nutzen wird, weil sie das alle nicht checken und da Kritik zu walten lassen. Aber es ist halt einfach so, dass der normale User im Endeffekt eh keine Filter benutzen will und sich dann denkt, was sollen diese 1 Milliarde News da auf dieser Startseite? Ich will eigentlich nur wissen, was gerade im WoW abgeht und nicht auch noch über zigtausend andere Spiele Genau, oder also sowas Serien fände ich oder auch Filme. doof. So, da Ja. würde ich wirklich gucken, oder da muss man auf jeden Fall gucken, dass man dahingehend halt nicht irgendwie die Startseite überlädt, ne, sondern das macht halt dann gar keinen Sinn. Aber die Frage ist halt für mich auch immer noch, weil ich das jetzt bei anderen Seiten gesehen habe, würde das nicht vielleicht doch eher stören und würde das nicht vielleicht Leute nerven? Ist natürlich auch eine Frage an die Leute da draußen. Weil natürlich auf der einen Seite muss man gucken, dass man breit aufgestellt ist, vielleicht, dass man halt ne, immer noch interessant ist für die Leute da draußen. Aber ist das zum Beispiel der richtige Weg oder wäre es überhaupt irgendein Weg? Ich bin mir da halt sehr, sehr unsicher und das wollte ich einfach mal mit euch hier auch öffentlich, fand ich ganz interessant, dabei halt diskutieren. Ne? Also mir ging es jetzt nicht darum, irgend sowas in die Richtung zu machen, sondern ich habe das halt gesehen bei anderen Seiten und habe mich dann gefragt, hey, stört das vielleicht Leute eher? Oder wenn ich jetzt hier mal, keine Ahnung, in Star Wars das Erwachen der Macht war, könnte ich darüber, ne, also wenn man darüber was Ja. schreibt, ist das vielleicht eine Sache, die Leute interessiert? So in die Richtung ging es halt eher. Und das würde ich A von den Leuten da draußen natürlich gerne hören, aber auch eben hier von euch. Ich glaube, dass da Andys Idee mit der eigenen Seite in der Tat sinnvoller wäre. Man muss halt, das ist halt natürlich schwer, dann wieder was Neues zu machen, aber auf der anderen Seite denke ich, ist es halt trotzdem passender. Aber gut, man kann ja schauen, was die anderen Leute so meinen. Ja, aber Vielleicht eine eigene Seite, damit irren haben wir wir uns immer da ja. keinen. Eine eigene neue Seite zu machen, ist halt schwer, um die Fangemeinde da quasi wieder irgendwie drauf zu bringen. Fall Nerdgedanken war ja eher ein Misserfolg ohne Grenzen, obwohl es ja im Endeffekt wirklich das war, dass
nicht kontinuierlich da was gepostet wurde, sondern sehr viele eigene Meinungssachen und ein eigener Technik-Podcast und sowas. Und ich weiß nicht, woran es lag, denn ich mochte ja beispielsweise diesen Technik- und Serien-Podcast gerne. Ich Deswegen weiß nicht, ist ob es ja jetzt hier drin. Richtig. Aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Leute einfach nicht verstanden haben, dass sie da mal drauf gucken sollen, dass wir so eine neue Seite und sowas noch haben. Oder ob es einfach daran lag, dass die Leute, die normalen Leute, die wir in den UF besuchen, sich einfach nicht für diese Themen auch noch interessiert haben, sondern einfach nur über WoW informiert werden wollten. Ich glaube, es war halt irgendwie Konsistenz, weil es war halt doch ein bisschen unregelmäßig, oder nicht? Wenn ich am Anfang nicht. Richtig. Okay, weil ich hätte halt jetzt gedacht, dass es intuitiv halt besser ankommen würde, wenn halt wirklich dann, wenn man auf die Seite geht, dann weiß man, es gibt was Neues. Wenn man halt sicher weiß, jeden Tag gibt es da 5 neue Beiträge oder so. Also Nerdgedanken selber war natürlich schon sehr wenig aktuell, weil die Problematik ist ja da einfach, dass man so viele Seiten auch sehr schlecht verwalten kann. Also für mich ist es tatsächlich problematisch, auf 5 unterschiedlichen Seiten, ne? Das ist, glaube ich, normal. Das ist halt dann im Endeffekt, wenn man sich zu viel... Die Sache ist halt immer... Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Alpha down ist von Legion und so weiter, aktuell und erstmal nicht wieder so viel passiert oder in irgendeinem Sommerloch oder so, dann kommen immer einem so Gedanken auf, oh, jetzt könnte man jetzt quasi wieder irgendwas mit Serienfilmen machen, da hatten wir ja schon immer Bock drauf und so weiter. Und dann, wenn auf einmal wieder ein WoW und angekündigt wird, sage ich jetzt einfach mal dumm, dann hat man wieder mehrere Monate unfassbar viel mit WoW zu tun, die ganzen Videos, die ganzen Infos, die ganzen News und dann hat man wieder überhaupt keine Zeit mehr für die anderen Projekte, obwohl die cool sind, aber man hat einfach keine Zeit und man muss die Prioritäten abwägen, weil im Endeffekt ist uns klar, aktuell zumindest, WoW hat immer Vorrang bei der Community und so weiter. Und wenn man dann eine andere Seite macht, dann versinkt die, weil erstmal wird sich wieder nur sehr wenig drum gekümmert. Und wenn man alles auf einer Seite hat, dann überschwemmt sich wieder alles nur noch mit WoW-News und irgendwann in einer Woche kommt mal so eine Technik oder was weiß ich, Serien-News und die wird dann wahrscheinlich total übersehen, weil halt alle erstmal wieder nur auf WoW fixiert sind. Ich meine, damals, muss man sagen, war es auch recht interessant, für die Leute, glaube ich, zu lesen, was beziehungsweise zu hören, was wir zu sagen hatten zum diesem iPhone-Launch. Wir hatten irgendwie mal einen Livestream gemacht mit MPOX, wo wir diesen iPhone-Launch von Apple kommentiert haben, also irgendeine Keynote. Und das war recht erfolgreich, vergleichsweise, ne? Und das ist halt immer so die Frage, die ich mir dann stelle. Sind die Sachen, die wir dazu schreiben, vielleicht interessant? Würden die Leute das gerne sehen? Aber eigene Seite, das ist das, was du gerade genau beschrieben hast. Das ist halt so die Krux an der Geschichte, ne? Weil das klappt einfach nicht, ja? Ja. Und ich meine, ich bin immer wirklich ein Fan davon, irgendwie eine größere Seite zu haben, wo vieles dann drauf ist und so weiter. Aber die Problematik ist halt immer, den Fokus der Leute dann auf das zu setzen, was sie sehen sollen, nämlich WoW News natürlich vor allem, aber dann auch wieder die anderen Sachen. Und wenn man das dann, wie ich schon vorhin sagte, mit 10.000 Filtern macht, das interessiert eh keinen. Und wenn diese Filter eben nicht da sind, dann ist es halt wieder viel zu viel. So wie wir das ganz früher, als wir noch alle Spiele auf WNEU hatten, da mussten wir immer genau planen, wie wir was posten, damit die WoW nicht untergehen, damit wir zumindest die Klicks davon noch bekommen, weil Klicks ist immer wichtig bei Sachen, die sich finanzieren müssen durch Werbung und so weiter. Das ist halt so eine, man muss da wirklich eine Lösung finden quasi, um es wirklich perfekt zu machen. Und ich kenne ehrlich gesagt meiner Meinung nach keine Seite, die, so wie wir es aktuell machen, wirklich gut über WoW berichten, aber auch noch über viele andere Sachen, weil die haben immer entweder Unterseiten, wo man sich dann im Endeffekt durch ganz viele Seiten am Tag mal durchklicken muss und so weiter, und das ist kacke, weil man muss zigtausend Sachen anklicken. Das sind dann diese ganzen Netzwerkseiten, wie man sie so kennt, brauche ich jetzt nicht alle aufzählen. Und wenn man nur eine große Seite macht, ohne sehr viele Unterseiten, dann ist halt schwierig, das alles richtig zu kategorisieren und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine perfekte Lösung für gibt oder ob man es einfach, oder ob man einfach darauf hinarbeiten muss, dass man mehrere Seiten hat und irgendwie schafft, dass die Leute auf alles gehen. Aber das ist halt wirklich eine schwere Sache immer zu schaffen. Vor allem bei dem Wettbewerb, den es heutzutage einfach gibt. Das stimmt, ja. Naja, schauen wir mal, was Leute vielleicht dazu extern noch zu sagen haben. Das wäre auf jeden Fall interessant. Das wäre sicherlich nicht uninteressant. Und warten wir darauf einfach mal. Noch übrigens ist meine Telekom-Frau redet noch nicht mit mir. Sie wollte bis 15.30 Uhr anrufen. Ich bin sehr gespannt. Also in der nächsten Minute.
In der nächsten Minute, theoretisch gesehen. Praktisch sind wir jetzt beim Serienrückblick. Olé. Bitte? Olé. Genau, für mich persönlich einfach die Serie des Jahres, ich habe sie hier schon mal vorgestellt, deswegen brauchen wir dazu nicht viel zu sagen, ist Fargo. Ich Und dachte das. Club der roten Bänder. Nee, Fargo. Club der Roten Bänder, interessant, ist aber eine deutsche Serie. Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ich schreibe ihn auf, warte. Das hat selbst Schuld, ja? Ja, Bereue es. Der es sind ja erst rote 1, 2, 3, Bänder. 4, 5, So. 6, 7, 8, 9, 10 Serien jetzt. Fargo, auf jeden Fall für mich die Serie des Jahres, absolut überraschend und sie ist definitiv ein Geheimtipp noch immer. Ich weiß nicht, ihr beide habt Fargo nicht gesehen, glaube ich. Der eine, also Alex hat ja Netflix-Zugang, von daher könnte er sie sehen. Es gibt zwei Staffeln jetzt inzwischen und das ist halt so eine Serie, die sich nicht staffelweise aufeinander so konkret bezieht, sondern die erste Staffel zum Beispiel spielt im Jahr 2006, die zweite im Jahr 1979. Also, ne, ihr merkt schon. Und die ist halt ein bisschen anders. Aber schaut einfach mal rein. Ihr müsst sie euch einfach mal angeguckt haben. Ich kann da jetzt nur schwer was zu sagen oder möchte euch jetzt da auch ja, ne, nicht alles zu nochmal erzählen. Ich kann nur sagen, das ist auf jeden Fall eine richtig geniale Serie. Barlow war jetzt krank zum Beispiel und hat sich die zweite Staffel angeguckt, nachdem ich davon so vorgeschwärmt habe. Und er findet sie auf jeden Fall auch super gut und meinte auch nochmal, sie ist ein Geheimtipp. Tolle Sache. Ist das Schau. denn mit irgendwas vergleichbar mit einer Serie? Oder eher nicht so? Schwierig. Wenn überhaupt mit Breaking Bad vielleicht. Nicht, weil die Leute, also ja, irgendwie schon auf eine Art und Weise, aber ist jetzt halt kein Drogenbaron, der, ne, sondern, aber sie ist halt mit dem Film Fargo vielleicht vergleichbar, den aber wahrscheinlich nicht so viele Leute mochten, aber die Serie ist echt großartig. Unglaublich gute Fernsehunterhaltung. Viele haben auch gesagt, oder nicht viele haben gesagt, sondern Balu hat das gesagt. Keine Ahnung, warum ich sage, viele haben gesagt. Barlow hat letztens das Ganze gesagt, irgendwie als Tarantino-Film. Ja, in 10 Folgen. So, kleine kurze Unterbrechung. Wir waren gerade bei Fargo. Hatte ich jetzt ja alles zu gesagt. Tolle Serie, müsst ihr euch angucken. Ja, jetzt habe ich mit der Telekom gesprochen. Kurz vielleicht zur Erklärung, was hatte ich mit denen für ein Problem? Ich bin ja umgezogen, hatte dann eigentlich die Telekom gekündigt. Die Telekom hat mir ja dann hier eine 100.000er-Leitung angeboten und habe ich gedacht, 100.000 ist jetzt ja grundsätzlich erstmal langweilig, weil wer will so viel Downspeed? Aber die Geschichte daran ist ja, dass man sehr viel Upspeed dabei auch hat, nämlich 40 Mbit ab. Und damit kann ich halt unglaublich lange Podcasts zum Beispiel recht schnell nach oben. Was war das? Entschuldigung, mein Headset ist neu angegangen. Okay, ganz große Podcasts recht schnell nach oben laden etc. Und da habe ich gedacht, okay, da haben die mir dann kostenlos Entertain beigegeben, irgendwie eine 120 € Gutschrift und einen kostenlosen Media Receiver etc. Und ja, den Media Receiver habe ich erstmal nicht bekommen, weil sie den nach Nürnberg geschickt haben. Haben den auch nicht wieder richtig geschickt, haben mir dann meine 120 € Gutschrift auch nicht reingepackt. Schickten auch alle Auftragsbestätigungen nach Nürnberg und so weiter und so fort. Das war alles ein bisschen Kuddelmuddel. Und jetzt habe ich Anfang Dezember den Media Receiver bekommen, also mit dem man dann gucken kann darüber. Und habe dann gemerkt, hey, wenn ich jetzt tatsächlich mal irgendwas gucken wollen würde, ist ja alles in HD, Sat.1, RTL, müsste ich ja nochmal extra bezahlen. Die spinnen doch. Ja, also rief ich gestern an, ich will das wieder zurückgeben. Kein Bock drauf, hier nochmal extra zu zahlen für RTL in HD oder so, ja. Das kriege ich jetzt aber einfach auch umsonst. Das ist jetzt also die Solution der Telekom, sie geben mir auch das umsonst. Und ja, damit kann ich dann wiederum leben, ja. Weil, ja. So, deswegen habe ich jetzt mit denen gesprochen. Kurz und diese Unterbrechung im Podcast. Genau, Club der Roten Bänder, auch eine tolle deutsche Serie. War auf jeden Fall super. Man wird heulen, wenn man sie guckt und irgendwie ein Mensch ist. Tolle Serie, echt. Also, falls ihr sie euch angucken wollt, war auf jeden Fall für mich die beste deutsche Serie 2015. Da ich normalerweise keine deutschen Serien gucke und auch keine andere deutsche Serie geguckt habe. Außer Lindenstraße. Außer. Nein. Obwohl, die wurde abgesetzt, glaube ich, ne? Nein. Da Nicht? kam letztens erst 30-jähriges Jubiläum. Die haben sie nämlich live gezeigt. Das habe ich gelesen. Und gesehen? Nein.
Aber gelesen. Und ich habe gesehen, gelesen, dass da einer gestorben ist. Aber ja, den kenne ich sogar noch, weil früher als Kind hat der schon mitgespielt. Und ja, also ich war da Kind, als der mitgespielt hat. Der ist schon 70, der war da kein Kind. Dann war die Serie ein bisschen älter. Naja. Aber tolle Serie. Habt ihr noch immer nicht geguckt, nehme ich an. Ne? Kann man auf Vox Now nachgucken. Nie. Ich möchte das auch nicht sehen. Weil es zu traurig ist. Ja. Alex bestimmt auch, oder? Nee, natürlich habe ich nicht gesehen. Nein, ist sie zu traurig, oder? Nee, ich weiß nicht. Also ich, keine Ahnung. Es klingt jetzt doof, wenn ich sage, ich bin abgeneigt gegen deutsche Serie. Es ist natürlich ein bisschen Ist ja. stereotypisch, natürlich, ich weiß, aber. Bin ich ja auch. Deswegen war ich von der so überrascht. Die ist echt gut produziert. Ich habe, also die gibt's auch. Also das ist eigentlich eine spanische Serie, die dann wiederum von Fox, also nicht Vox, sondern Fox, in Amerika produziert wurde und da ziemlich kacke war. Ich habe mir die mal angeschaut. Und die deutsche Variante ist echt top. Also echt gute deutsche Schauspieler. Ist völlig untypisch für eine deutsche Serie, finde ich. Sehr, sehr gut gemacht. Vox. Nicht Fox, sondern Vox, Daumen nach oben. Ja. Dieses Jahr kam ja auch neu das Breaking Bad Spin-off Better Call Saul. Da zumindest weiß ich, dass einer von euch sie gesehen hat, ne? Ja, ich habe die gesehen und freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Und du, Andi, hast sie nicht gesehen, ne? Ich wusste nicht mal, dass sie existiert. Hast du denn Breaking Bad gesehen? Muss ich mich jetzt outen? Als nicht Breaking Bad Gucker. Nein, ist ja nicht Nee. schlimm, weil dann ist es ja nicht so schlimm. Ja Breaking gut. Bad ist doch die, ist nicht die Gefängnis, sondern mit Drogen, ne? Ja, Gut. genau. Ist Prison Break ist die mit Gefängnis. Wir haben die ersten zwei oder drei Folgen geguckt, aber dann gab es, glaube ich, zu viel anderes, was wir gucken konnten. Vielleicht werde ich das im Leben nochmal sehen, weil ich Breaking weiß, dass Bad das ist eine so eine gute Serie. Serie ist. Breaking Bad ist so eine Serie, wo der Anfang ein bisschen schleppend ist, ja? Ja. Und deswegen braucht die Serie erst, bis sie in Fahrt kommt, muss ich sagen. Ne, oder Alex? Ja, also ich fand es nicht so, aber also als ich es erste Mal geschaut habe, aber nachdem ich es nochmal angeschaut habe, kannte ich es nachvollziehen. Ist, denke ich, Geschmackssache. Ja. Ich glaube, hätte mir Barlow sie damals in einem Serienpodcast nicht so empfohlen, hätte ich sie nicht angefangen zu gucken. Oder auch nicht weitergeguckt, weil sie am Anfang ein bisschen schleppend war, fand ich. Ist bei Fargo übrigens nicht so, möchte ich anmerken. Aber sind ja auch nur 13 Folgen insgesamt pro Staffel und im Prinzip ein 13 Folgen langer Film. Ja, oder ist es so 10? Ich weiß nicht. 10, glaube ich nur. Und ja. Aber gut, genau. Better Call Saul, Spin-off. Super Serie, muss ich auch sagen. Ich war erstaunt darüber. Ja, wie sie gemacht ist, sie ist ja auch ein bisschen lustiger und die Folgen sind kürzer, oder? Sind die Folgen überhaupt kürzer? Nee, sind auch 45 Minuten, ne? Ich glaube, die sind genauso lang, Ja, ja. genau. Gibt halt in der ersten Staffel 10 Folgen, ne? Weiß ich jetzt auch 15? nicht auswendig, aber es könnte hinkommen. Ja, ungefähr 10 Folgen. Und die Serie ist halt so ein bisschen witziger, kann man definitiv sagen. Es geht nicht immer um Drogen, sondern eher darum, ja, wie aus diesem Anwalt Saul Goodman wurde, den wir in Breaking Bad kennen, zumindest einige von uns. Und definitiv eine tolle neue Serie, wo ja im Februar die zweite Staffel beginnt, gibt es ja auch immer jede Woche eine neue Folge auf Netflix dann. Ist ja so eine Serie, die nicht original von Netflix ist, deswegen kommt sie nicht einfach komplett raus, sondern jede Woche eine neue Folge. So ähnlich wie halt bei Game of Thrones. Nur, dass Game of Thrones nicht auf Netflix kommt. Aber, ne? Könnt euch drauf freuen, definitiv. Super Serie. Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, könnt ihr die erste Staffel nachgucken, wenn ihr mögt. Und wobei, ich glaube auch nicht jeder mag die Serie. Ich weiß gar nicht, wie ist sie denn so bewertet worden? Weißt du das, Alex? Generell recht gut, soweit ich weiß. Ja. Aber jetzt auch nicht so gut. Ich krieg schon mal nach. Ja, ich bin gerade auch mal Ja, bei IMDb sind es IMDb. 8,8, also schon sehr gut eigentlich. 8,8 ist echt ein gutes Rating, Ja. ja. Definitiv. Ja, dann geht's ja weiter. Der spielt übrigens, der Saul Goodman spielt in der ersten Staffel von Fargo mit. Vielleicht das nochmal eine Sache, ja. Also der Schauspieler von Saul Goodman, Bob Odenkirk, spielt da in der ersten Staffel mit. Hat eigentlich keine Hauptrolle. Aber Ist ja das nur. dann verwirrend. Dann kennt man als Saul.
Ist dann Nee, noch den immer so. erkennst du erst gar nicht so Ach so. unbedingt. Also guck Okay, einfach mal dann rein. passt. Der ist eine gute, ja, gut, die Serie. Frage, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Ja, genau, das war Better Call Saul. Weitere Marvel-Serie ist ja Jessica Jones. Ich habe darüber vor kurzem hier gesprochen. Sie ist halt anders als Marvel-Serien und sie ist irgendwie zwar eine Superhelden-Serie, hat mir aber echt gut gefallen. Ich möchte da jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, weil wir das schon mal hatten im Serien- und Filmen-Podcast. Ich kann nur sagen, sie hat mir echt gut gefallen und ist ja auch wieder hier für alle Netflix-Leute, also Better Call Saul, Jessica Jones und auch Fargo, alles drei in dem Netflix-Monatspreis drin. Ja, also bisher habe ich euch da nichts empfohlen, was ihr extra gucken müsst. Hat keiner von euch gesehen, oder? Glaube ich. Nee, noch nicht, aber hatte ich vor. Ah ja. Ja, Agents of Shields, auch wieder Marvel-Serie. Wir sind jetzt so ein bisschen in die Comic-Reihe abgerutscht, merkt ihr schon. Ist ja auch basiert ja ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr stark auf Avengers. Läuft auf ABC, ist deswegen nicht bei Netflix verfügbar. Und da habe ich mir dieses Jahr die erste Staffel angeguckt und ich fand sie echt ganz gut, muss ich sagen. Hat mich überrascht. Sie hat auch einige Plot-Twists, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Definitiv nicht gerechnet. Ich habe die zweite Staffel davon noch nicht gesehen, die gibt es schon lange. Die dritte Staffel läuft gerade, ist also auch nicht schlecht. Wenn man halt den, wie heißt denn der Typ aus Avengers, ich weiß nicht genau, hast du Agents of S.H.I.E.L.D. geguckt, Andy? Wie Auch fandest du schon sie? die zweite Staffel und Ah. ich fand es auch eine der guten Serien auf jeden Fall. Und du hast schon den Grund genannt, vor allem wegen der Plots, weil die Sachen, die da so passieren, zum Mid-Season-Final und zum Finale der Staffeln, sind Erste schon auch vor wirklich allen Dingen, Sachen, wo man denkt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das wird in der zweiten Staffel genauso passieren, kann ich mir mal sagen. Und die ist genauso gut wie die erste, meiner Meinung nach, solltest du dir auf jeden Fall also irgendwann mal anschauen. ja, ist auf jeden Fall noch im Plan. Ich weiß nicht genau, Aber wie der warum. Typ heißt, aus den Colton. Filmen, ist mir auch gerade entfallen. Phil Coulson. So, nicht Ja, Colton, genau, sondern Coulson. Coulson. Ja. Ich habe gerade 7,5 nur übrigens. Ist also nicht ganz so gut bewertet wie Jessica Jones und vor allen Dingen nicht wie Daredevil. Den kann ich jetzt nicht nennen. Der kam zwar auch dieses Jahr im April, aber habe ich halt nicht geguckt. Deswegen ist er übrigens nicht mit dabei. Ist aber auch eine Marvel-Serie. Ich habe also 4 Folgen habe ich geschaut. Den fand ich nicht so krass. Viele finden Daredevil besser auf jeden Fall als Jessica Jones. Will ich auch noch gucken irgendwann, aber muss jetzt Zeit finden. Ja. Ja, dann für mich vor ein paar Tagen eine Serie zu Ende gegangen, die ich auf jeden Fall lange geguckt habe und wo ich mir sicher bin, dass sie keiner von euch geschaut habe, ist ja Downton Abbey. Hat keiner, also Alex weiß ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht geguckt, du auch nicht, ne? Ist ja so eine Serie im Prinzip über englischen Adel 1910 bis 15, whatever. Und ja, ne, deswegen ist es halt auch schon so eine Geschichte, die einfach nicht unbedingt jeden interessiert. Ich fand sie toll, ist ja auch super bewertet, 8,7 bei IMDb. Ist halt eine Serie, die viele Leute interessiert hat, aber ja, halt jetzt zu Ende ist und nicht mehr weitergeht, wenn überhaupt, dann vielleicht nochmal in irgendeinem Film. Kam halt das Weihnachtsspecial jetzt gerade vor kurzem und jetzt ist sie dann vorbei quasi. Ja, Heroes Reborn ist ja auch so Hat eine die schon jemand gesehen? ich Und? geht so. Schade. Ja, Also das ist wirklich auch nur das geht so. allgemeine Feedback leider, Ja. weil ich gelesen habe. Heroes Reborn kam dieses Jahr und ich habe sie mir angeguckt. 7,3 ist das Rating gar nicht mal so Doch so schlecht. gut? Ja, Dachte, die wären das ist so gut. schlecht. Ich mache das jetzt immer so, dass ich im Hintergrund hier auf dem Bildschirm, dafür kann ich eigentlich keine Content-ID kriegen, dass ich da die Trailer immer einblende. Ja, könnt ihr so ein bisschen reinschauen. Ja, ist halt basiert ja auf der alten Serie, ist aber trotzdem genau wie Final Fantasy Reborn was Neues. Ja, ist eine Miniserie, die nur 10 Folgen, glaube ich, nee, 13 Folgen hat. Ich meine, wir haben jetzt 9 gesehen und ja. Also ich glaube nicht, dass davon eine zweite Staffel geben wird, weil die ist A, unerfolgreich, B, ist sie teilweise dann echt langweilig auch. Sie ist nicht absolut schlecht, aber sie ist auch jetzt nicht absolut gut, leider. Muss Wird man. sie denn, ja, also ich habe mich da nicht immer informiert, weil ich mich überraschen lassen wollte, weil ich habe mir alle Heroes-Staffeln erst letztes Jahr, glaube ich, sogar nochmal angeguckt. Gibt's übrigens auch bei Netflix. Ah, Also die okay. Heroes-Staffel, nicht Heroes Reborn. Ach so.
Führt sie denn eine Geschichte weiter oder wird da ein neues Kapitel aufgeschlagen? Das ist eher ein neues Kapitel, kann man so Okay. sagen. Also, ja, ist definitiv ein neues Kapitel der Ja, ganzen weil Geschichte. generell muss man bei Heroes ja leider sagen, dass von Staffel zu Staffel die Serie immer schlechter wurde Ja. und dann irgendwann in der schlechtesten Staffel sein Ende gefunden hat. Naja, schade, dass Reborn dann nicht so den Reborn geschafft hat. Mal Nee, sehen. ich denke nicht, dass das dazu führen wird, dass die Serie weitergeht, muss ich gestehen. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Auch die Quoten sind extrem schlecht, leider. Und daher sehe ich das nicht so. Also, du Okay. hast gar nicht geguckt, Alex, oder hast du Heroes damals geschaut? Nee, ich wollte es mal anschauen oder vielleicht habe ich sogar angefangen und es hat mir nicht gefallen, ich weiß nicht mehr. Die Auf erste jeden Fall habe ich Serie. es nicht gesehen. Ja, die erste. Ja. Naja. Ja, eine andere Serie, die ich ja persönlich viel gucke und eigentlich auch gut finde, ist ja Once Upon a Time. Und da war jetzt vor kurzem das Mid-Season Final im letzten Jahr oder davor das Jahr, keine Ahnung, war das Mid-Season Final großartig. Jetzt muss man sagen, dass ich glaube, dass wir die letzte Once Upon a Time Staffel sehen werden, weil die Serie wird echt schlechter. Im Moment und ja, ich kann die Quoten sind so mittel noch immer, also sind noch nicht ganz schlecht, sodass sie definitiv abgesetzt wird. Ja, in Deutschland läuft ja noch nicht die aktuellste Staffel, von daher vielleicht noch irgendeine Chance, sage ich mal. Aber ja, ich persönlich bin da unsicher, ob die weitergeht. Ihr guckt beide nicht mehr aktuell, oder? Zumindest. Ihr habt Ich habe ja. aufgehört. Mich Nach hat's der eher. zweiten habe ich, glaube ich, aufgehört. Ich weiß gar nicht, wann es bei mir war. Nach Ja. Neverland, glaube ich. Nach Leveland hast du ja das großartigste Mid-Season Final gesehen. Ich glaube, das hast du nicht gesehen, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich Ja. will nicht spoilern. Ja. Naja, aber Once Upon a Time, deswegen ist auf jeden Fall in der aktuellen Staffel definitiv schwächer, also deutlich schwächer geworden. Und es ist natürlich auch schwierig, immer wieder alles nach Storybook zu bringen, ne, quasi. Wie viel der Staffel ist das? Fünfte. Na gut, ist ja auch schon. Hat ja ein gutes Alter hinter sich Ja. mittlerweile. Also wie gesagt, da denke ich halt, dass die Serie zu Ende gehen wird in dieser fünften Staffel. Das Schlimmste ist ja dran, und wo sie auch regelmäßig für nominiert wird, für die schlechtesten Special CGI-Effekte, ne? Ja, das hat mich auch ultra genervt. Das ist natürlich hat nichts mit Was der Story zu tun, aber für die schlechtesten oder für die besten? für die schlechtesten. Für Ja, die besten. bin ich auch der Meinung, dann ist ja gut. Also, das ist halt immer wieder, ja, eine große Diskussion bei der Geschichte und ja, das sind einfach, keine Ahnung, warum man da nicht mehr Geld für ausgibt. Sind immerhin, Walt Disney steht dahinter, die müssten das Geld eigentlich haben, aber geben es nicht aus. Ja, eine andere Serie, die ich dieses Jahr entdeckt habe, laufen übrigens, also ihr merkt schon, was ich für ein Abonnement habe, gibt es die ersten zwei Staffeln auf Netflix. Von Suits, also das ist so eine Anzugsserie, über Anzugsserie, Anwaltsserie, wollte ich sagen. Anzugsserie. Eine Anwaltsserie ist es. Und die ist einfach großartig. Ich weiß nicht, also es ist halt so, dass der Hauptcharakter, Mike heißt der, den ihr hier im Hintergrund gerade seht, der hat halt ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Also wenn er irgendwas einmal gelesen hat, dann weiß er das immer. Und das ist der Also Grund, ein weswegen, fotografisches Gedächtnis. ja genau, das ist der Grund, weswegen er an den Anwalt Harvey gerät, der einfach ein sehr unglaublich abgebrühter, eiskalter Anwalt ist. Und der muss dann Angestellten einstellen. Und das wird dann halt Mike. Und Mike ist aber gar kein Anwalt. Er gibt das nur vor zu sein. Und das ist so der Anfangsplot dieser Serie. Die ist einfach toll. Gibt auch Drogen am Anfang für die das wichtig ist. Und das ist eine Serie, die auf jeden Fall einen süchtig machen kann. Einfach eine ganz, ganz tolle Serie. Ich weiß gar nicht, wie die Bewertung da ist. Gucken wir mal kurz, was die Serie bekommen hat. Ja, auch 8,7. Ihr seht schon, ich empfehle euch hier keine Krücken. Und die ist einfach eine großartige Serie. Habt ihr aber beide noch nicht gesehen, oder? Nö, ich höre Ich. nur öfters mal Gutes darüber, aber. Ist auch schon in der fünften Staffel, daher werden viele das hier schon gesehen haben. Ich habe sie erst dieses Jahr entdeckt, habe aber erst die ersten drei Staffeln gesehen, weil die gab es halt bei Netflix.
Und beim Rest komme ich dann vielleicht nochmal irgendwann zu. Mal Ich gucken. habe tatsächlich ein oder zwei Folgen geguckt, aber nicht weitergeschaut, obwohl ich es Fand es ganz gut gut. fand. Ach Doch, ich so. fand es ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht weitergeschaut habe. Ah. War wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eine andere Serie dazwischen gekommen oder irgendwie sowas. Ja. Ja, weil definitiv eine Top-Serie, die kann man gut weitergucken. Na, du siehst schon, du hast ganz viel zu gucken. Ja, Ich? nächste. Beide. Ah. Zumindest von deinen Serien, das stimmt wohl. Richtig. Wo ich die Meinung bin, die müsste jeder gucken. Eine andere Netflix-Serie übrigens, die ich dieses Jahr geschaut habe, wo ich mich drauf gefreut habe, weil sie von J. Michael Straczynski ist, der die großartige Sci-Fi-Serie Babylon 5 gemacht hat, ist Sense8. Sense8 ist Gut. wieder schwierig zu erklären, aber was es ist. Also es sind 8 Leute, die quasi irgendwie einen Geist teilen, könnte man sagen, oder die in den Geist eines anderen gehen könnten. Und die ist schwer, denke ich, die Serie, aber die ist gut. Anders als bei vielen anderen, hast du die schon gesehen? Ja. Oh! Auf jeden Fall eines meiner Highlights dieses Jahr. Überraschend, dass du eine Serie, Netflix-Serie gesehen Nicht hast. wahr? Deswegen hatten wir Netflix. Ach, jetzt habt ihr Netflix. Nein, deswegen hatten wir Auch wegen Netflix. J. Michael Straczynski aber nicht, oder? Nee, Wegen dem einfach nur, Wachowski-Bruder? weil wir die Werbung und so gesehen Ach haben und so. das sehen wollten. Ja, also sie schwer auf jeden Fall, finde ich. Und anders als übrigens viele andere Netflix-Serien wurde nicht sofort verlängert, sondern die 8 Charaktere haben an einem bestimmten Tag Geburtstag, alle an diesem Tag. Und an dem Tag hat Netflix die Serie um eine zweite Staffel verlängert, also die ist auf jeden Fall gut angekommen. 8,4 ist auch noch eine Top-Wertung, definitiv. Und ja, die hat sie auch sehr gut gefallen, ja. Die Einschaltquoten waren gar nicht mal so gut, Ist deswegen, Netflix, daher, who ja, cares eigentlich, es gibt ja deswegen keine. war es erst noch ein bisschen am Pendeln, ob die fortgesetzt wird, was mich schon sehr traurig gestimmt hat, denn die erste Staffel hat schon ein sehr offenes Ende, muss man sagen. Aber Gott sei Dank wird sie verlängert und auf jeden Fall ist sie sehr. Was ich halt faszinierend an dieser Serie finde, ist der Aufwand, die zu drehen, weil man muss sich noch, ohne, das ist kein Spoiler, ohne. Ja, das ist kein Spoiler. Diese 8 Menschen, die leben auf komplett anderen Kontinenten auf der Welt und Einer in dort wird auch Deutschland auch. wirklich. Ja, genau, auch in Deutschland. Da ist auch ein bekannter Schauspieler, der den deutschen Menschen da. Max Riemelt. Genau. Das ist halt irgendwie faszinierend, wie sie das gedreht haben, weil es ist wirklich auf der kompletten Welt sind die Leute verteilt und öfters müssen alle Schauspieler auch an diesem Ort dann sein. Also sie haben wirklich eine halbe Weltreise oder eine ganze Weltreise hinter sich gelegt, um diese erste Staffel zu drehen. Und ich kann mir das sehr kompliziert als Schauspieler vorstellen, sich immer in diese ganzen Lagen hineinversetzen, wo sie dann gerade sind, weil sie müssen ja wirklich alles abdrehen, was auf diesem Kontinenten stattfindet, dann zum nächsten Reisen und so weiter. Und das ist echt wirklich gut gelungen. Und schwer ist die Serie einfach, weil auch sehr viel, man sich sehr viel auch dabei denken muss und so weiter. Und man redet auch sehr oft über Gefühle und wie das Zusammenleben von diesen 8 Leuten, dadurch, dass sie halt sich einen Geist teilen oder in die Geister der anderen da reinfahren können. Das ist halt nicht für jeden, glaube ich, aber wer das mag, der wird davon, glaube ich, echt begeistert sein, meiner Meinung nach. Ja, man muss auf jeden Fall sich anstrengen, sozusagen, um da reinzufinden. Das ist definitiv so. Und das ist auch der Grund, warum ich sie als schwere Serie eben bezeichnen wollen würde. Und wie gesagt, Einschaltquoten gibt es ja bei Netflix nicht, ne? Die wird ja nie im Fernsehen gezeigt. Also vielleicht hier, aber das ist halt Netflix exklusiv und von Netflix produziert. Deswegen die Aufrufe, dazu sagt ja Ja. Netflix nicht. Daher, Wäre man mal hat da. interessant. Genau, das sagt ja Netflix nicht. Sie lassen das einfach unter Verschluss, um die Serien aber auch nicht unter Druck zu setzen, muss man sagen. Das hat So. damit zu tun. Netflix entscheidet dann für sich natürlich, was gut ist und was nicht. Aber dadurch werden, also es wäre natürlich interessant, ohne Frage, aber dadurch werden natürlich dann Serien auch in keiner Weise in der Presse irgendwie schlecht geredet. Und dadurch guckt dann irgendeiner vielleicht irgendwas nicht. Ne? Das ist natürlich der große Vorteil, wenn es einfach gar keine Einschaltquoten gibt. Und Sense8, ja, ne, die Wachowski-Brüder sind natürlich auch nicht gerade unbekannt. Ich denke mal, viele von euch kennen den Film Matrix. Und deswegen, ja, ne, einfach eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Serie. Die wolltest du auch mal gucken, Alex, oder? Auch noch nicht, oder schon? Nee, habe ich noch Ihr seht, nicht Alex geguckt. muss wirklich viele Sachen gucken. Ja.
Ja, aber schön, dass ihr jetzt Netflix habt. Dann kannst du ja ganz viel gucken, Andi. Mensch. Wir haben es ja jetzt nicht mehr. Ach so, hattet ihr nur den Probemonat? Ja, so in etwa. Und das übliche O vergessen abzumelden Monat. Ah. Ja, aber den kann man auch. Also Netflix ist das Einzige. Also Maxdome finde ich ja zum Beispiel ziemlich scheiße so. Ich hatte es ja früher auch. Aber im Rückblick finde ich ziemlich scheiße im Vergleich, was da so hat. Aber Netflix immer wieder neue Sachen. Und zu dem Preis, ich meine, gut, ich zahle natürlich auch noch den günstigen Dollarpreis von damals. Zu dem gibt es das jetzt nicht mehr. Aber naja. Ja, eine Ja. andere Serie, die ich auf Netflix gesehen habe, die nämlich auf Netflix ihre Deutschland-Premiere feiert, aber eigentlich gar nicht auf Netflix läuft, sondern ich glaube, sie ist ursprünglich eine Serie von Fox, ich weiß gar nicht, um den Dreh, entweder Fox oder irgendwas anderes, aber in Deutschland läuft sie eben bei Netflix, ist Brooklyn Nine-Nine. Ist eine Comedy-Serie über einen Polizeirevier. Und die ist echt gut. Normalerweise guckst du was nicht, aber die hat mir Spaß gemacht zu gucken und ich fand sie sehr, sehr lustig. Ist gelungen. Andi macht hier schon Ja. dieses, den Facepalm. Was, was Nee. war jetzt nicht darauf bezogen? Okay. Nee. Habt aber keiner von euch gesehen, nehme ich an, ne? Nee. Natürlich nicht, nein. Natürlich nicht, ja. Ich habe nur letztens eine andere, nicht auf dem Polizeirevier, sondern auf so einem Notdienstrevier, aber ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Das ist auch eine neue Serie. Die läuft, glaube ich, auf ProSieben oder so auch. Aber die ist auch ziemlich unnütz, meiner Meinung nach. Also, die Serie gab es auf jeden Fall, oder gibt es insgesamt mittlerweile schon in der dritten Staffel. Die erste Staffel gibt es in Deutschland bei Netflix, als Erstausstrahlung auch. Und 8,3 ist momentan das IMDb-Rating. Ich würde sie wirklich empfehlen, einfach so als nette Zwischendurch-Serie neben dem Zocken oder so ist das so eine Serie. Was bei Sense8 zum Beispiel definitiv nicht der Fall ist. Guckt Sense8 nicht nebenbei. Das ist keine Serie, die man nebenbei guckt, oder? Also das nur noch mal so als kleinen Hinweis. Ja, eine andere große Serie, über die man natürlich über die aktuelle Staffel sprechen kann. Und ich weiß gar nicht, ob du sie auch wiederum hier schaust, lieber Andi, ist aber Natürlich. du guckst sie, wusste ich gar nicht mehr. Ist aber natürlich Game of Thrones, ja. Die aktuellste Staffel, die letzte Staffel, hat ja das Problem, dass sie extrem schlechte Buchvorlagen hatte und jetzt schon angefangen hat, teilweise auch Sachen zu nehmen, die halt gar nicht im Buch standen. Zwei grandiose Folgen zum Abschluss, ich glaube 8 und 9 waren beide gut schon, ne, extrem, wobei 10 hatte natürlich auch nochmal ein krasses Ende. Aber ja, jetzt kommt die sechste Staffel von Game of Thrones. Wie hat euch so overall die fünfte Staffel gefallen? Alle. Also, ja, ich fand sie ganz gut, wie alle Game of Thrones Staffeln bisher eigentlich. Also, ein paar Sachen aus dem Buch hätte ich gerne gesehen in der Serie, aber mir ist klar, dass es zum Teil nicht geht und dass da Abwandlungen gemacht werden mussten. Aber so fand ich es eigentlich trotzdem ganz gut. Das ist schon wieder so lange her. Das stimmt, ja, Worum ging eben. es dann auch gleich? An das, was ich mich erinnere, ist auf jeden Fall der Walk of Shame. Was gab's da noch? Cersei, das ist aber die letzte Folge wieder, ne? Ja, Muss man richtig. sagen. Deswegen erinnere ich mich da noch gut dran. Aber overall weiterhin eine gute Staffel, so wie alle anderen bisherigen auch. Boah. Ich erwarte aber die nächste, damit quasi die Story mit Name vergessen, Mr. Kleiner Magier weitergeht. Magier? Ja, Dings. Dings, Ach Mr. so, Bran der meinst kleine du? Stark, ja, genau. Ja, geht er ja auch. Im Ja, Teaser, den ich richtig. hier gerade gezeigt habe, geht es da auch weiter. Ist im Buch übrigens an der Stelle auch geendet, deswegen ja, bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Ist sowieso, eigentlich soll vor der nächsten Staffel soll auch das nächste Buch rauskommen. Aber George R. R. Martin, ich weiß auch nicht, ob er das letzte Buch dann, also das jetzt, was nach dem, was jetzt rauskommen soll, was angeblich schon fertig ist, wenn das rauskommt, ob er überhaupt noch schafft, das letzte zu machen. Er macht nämlich so viel nebenbei noch andere Sachen und ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber hey, die Serie wird auf jeden Fall ein Ende kriegen. Das ist in der Hinsicht erstmal das Wichtigste, ne? Wie ist denn das? Ich meine, ich habe die Bücher nicht gelesen und werde es auch wahrscheinlich nicht, sondern ich gucke nur die Serie, aber Finn, ich weiß gar nicht, ob Alex die Bücher gelesen hat, obwohl du hattest ja gesagt, dass sie nicht alles darin gemacht haben wie in den Büchern. Findet ihr es toll, dass quasi die
erst ein Buch rauskommt, danach quasi direkt die Serie, wo man sich das nochmal visuell quasi anschauen kann? Oder findet ihr es eher blöd, weil im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich wieder so, dass die Serie eh nicht das alles rauskristallisieren kann, was im Buch so alles steht? Also ich finde auf jeden Fall schon gut, dass es eine Serie gibt davon, von dem Buch, was ich schon vor 10 Jahren oder so gelesen habe. Das finde ich nicht schlecht. Stört mich auch nicht, dass da Sachen rausbleiben, weil wichtig ist ja nur, dass es gut umgesetzt wird. Also ich bin mir da irgendwie nicht ganz so sicher. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden ohne die Bücher. Man hat Ganz sich einfach, dann ja auch schon weil es groß spannender gespoilert im ist. Ja, Endeffekt. genau. Ich finde, ja, es ist zwar schön, das zu sehen irgendwie, ist ja auch bei Filmen irgendwie so, wenn man das Buch gelesen hat, Ja, aber genau. trotzdem irgendwie wäre es ja, glaube ich, trotzdem spannender, wenn es halt kein Buch dazu gibt. Und es geht ja jetzt auch in die Richtung, weil es ja Aber du hast abgewandelt ist. ja, du hättest die Bücher ja nicht lesen müssen. Ich weiß, Du hast sie ja hätte ich nicht, tatsächlich nee. erst hinterher. Also ich hatte sie halt alle schon gelesen, bis zu dem aktuellen Stand. Das letzte Buch kam, glaube ich, 2007 oder so in Deutsch raus. Und da hatte ich das halt dann auch schon gelesen. Und von daher, gut, abgesehen davon, dass ich mich vielleicht nicht mehr richtig erinnert habe an einige Sachen, kannte ich die Bücher halt schon. Aber du hättest das ja einfach nicht lesen müssen, ne? Ich weiß schon, klar. Ich glaube, ich hatte aber auch erst, da war nur die erste Staffel draußen, habe Ja, ich und halt das warst erste du. Buch gelesen und dann hat mir das doch gefallen irgendwie, weil ich hatte irgendwie sehr mal angefangen und dann hat es mir nicht gefallen. Also genau weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Übrigens, mit 14,4 Millionen Downloads ist Game of Thrones weiterhin an Platz 1 der BitTorrent Spitzenreiterliste und damit die erfolgreichste illegal gedownloadete Serie. Allerdings muss man auch noch immer sagen, dass es natürlich für Game of Thrones nicht ganz so coole legale Wege gibt, weswegen vermutlich die Serie auch auf dieser krassen hohen Position ist. Und da hat ja HBO auch schon einige Veränderungen durchgeführt. Zum Beispiel gibt es den digitalen Download nach Release viel, viel früher, als das früher der Fall war. Aber ja, trotzdem 14,4 Millionen. Im Vergleich dazu übrigens 8,1 Millionen Zuschauer im TV. Aber auch dahinter halt der Vergleich, weil es Pay-TV, ne? Und das sind US-Zuschauer. Aber gut, in Deutschland guckt die Serie halt keiner im Live-Fernsehen anscheinend. Sie läuft ja auch im irgendwie allerletzten Rahmenprogramm bei RTL 2, ne? Krasser übrigens, der Platz 2 da, auch eine Serie, die ich eigentlich erst dieses Jahr gesehen habe, aber hier gar nicht erwähnt habe. Welche Serie ist wohl auf Platz 2 bei den Top-Downloads? Was denkt ihr? Walking Dead. Richtig. Guckst du sie? Ja, und ich kann, das wäre auch eine, die ich vorher noch erwähnt hätte in meinem 1-Minuten-Selbstdialog. Irgendwie wurde sie ein bisschen langweilig in der letzten Staffel. Alex, guckst du die zufällig? Ja, finde ich auch. Aber ich finde, das ist allgemein von Staffel zu Staffel irgendwie Ja, es geht sich immer verändert. mehr um. Ich weiß gar nicht, was sie im Endeffekt kommunizieren möchten, aber ich glaube, sehr viel Zwischenmenschliches und wie die Leute sich fühlen, bla 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 bla. Aber irgendwie fehlen mir da so ein bisschen die spannenden Momente so langsam Ja, und ich stimmt, ist hoffe. irgendwie so planlos irgendwie. Ja, echt. Ich gucke die Serie übrigens auch. Ich habe nur Ah, die echt? Ich dachte, sechste du guckst Staffel sowas nicht nicht. geguckt. Nee, Achso. das ist ja nicht Horror, das ist ja einfach nur Splatter. Also, Ja. das erschreckt Also einen ja nicht. im Moment verstehe ich quasi den Hype nicht mehr von sehr vielen Leuten, dass sie das immer noch so sehr hypen, weil diese Staffel wäre halt wirklich ein bisschen schlechter und ich hoffe einfach, dass sie es dann mit der nächsten vielleicht nochmal rausreißen. Genauso wie das. Ich glaube, Prequel heißt das. Fear the Walking Dead ist doch Prequel, oder? Ich glaube schon. Die war Keine auch sehr Ahnung. langweilig. Kann man Das so nicht dann. sagen. Ist ein Spin-off. Ah, Weil Spin-off, genau, nicht Prequel, sie genau. hat ja zur selben Zeit im Prinzip angefangen. Ne? Ich fand sie auch nicht so gut. Ich habe die nicht mal zu Ende geguckt, weil mir die. Ja, ich Deswegen habe schon. ich, glaube ich, auch die sechste Staffel noch gar nicht angefangen zu gucken, weil die mich so gelangweilt hat. Nach 3 Folgen. Ich weiß, Alex hat sie komplett geguckt, aber mich hat die einfach so gelangweilt, dass ich da nicht weitergeguckt habe. Ich finde Für sie aber mich war, ganz glaube ich, das gut. Problem, weil es halt anders ist, als ich erwartet hatte. Es Ja. war halt irgendwie, es hieß vor dem Ausbruch und in der zweiten Folge quasi waren schon wieder überall Zombies und ja, keine Stimmt, Ahnung. aber das hat mich jetzt gar nicht so gut, das hat mich jetzt gar nicht so gestört. Aber naja. Wobei ich sagen muss, wenn sie nicht den Ausbruch da reingemacht hätten, dann wüsste ich nicht, wie viel langweiliger das noch im Endeffekt Das gewesen stimmt, ja. wäre. War okay, sage ich mal, als Fan, glaube ich, ganz nett, um die Vorgeschichte zu erfahren. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe es eigentlich im Endeffekt nur geguckt, um irgendwann da doch mal noch ein Highlight zu sehen, was irgendwie ausblieb, so ein bisschen, sehr viel. Ja, schade. Ich fand sie nicht schlecht.
Kann ich so nicht sagen. Aber fand sie halt auch nicht gut, so dass ich sie halt weitergeguckt hätte. Vielleicht gucke ich sie irgendwann mal weiter. Sie ist ja aber immer so ein Prime inklusive, von daher kein Richtig. Problem. Weswegen sie wahrscheinlich auch nicht hier auftaucht, ja. Nein, ist ja nicht, nur ist ja nur in Deutschland bei Amazon Prime inklusive, aber naja. Andere Serie übrigens, der auf Platz 3, was schätzt ihr, was ist auf Platz 3? Bei Top-Downloads? Bei Serien? Habt ihr eine Ahnung? Nachdem du das Platz Ich 2 habe so keine geil getippt Vermutung. hast? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte auch nicht, der hat nicht getoppt. Comedy-Serie. Ja, Big Bang Theory. Richtig. 4,4 Millionen Downloads nur, ist natürlich krass, ne, wenn ihr euch überlegt. Platz 1, 14,4 Millionen Downloads von Game of Thrones, 6,9 Millionen bei The Walking Dead und nur 4,4, was das für ein Unterschied ist, bei The Big Bang Theory. 18,3 Millionen Live-Zuschauer übrigens, weil es halt Free-TV ist, ne? Ganz klar. Ja, und die Plätze 4 und 5, für mich ein bisschen überraschend, dass sie so hoch sind, sind übrigens Arrow und Flash. Okay. Die auch im Free TV laufen, deswegen wundert mich das. Ja, richtig. Aber das ist trotzdem 3,9 Millionen und 3,6 Millionen, wo die Live-Zuschauer sich ungefähr in derselben Region bewegen. Aber ich denke mal, Ausland ist das dann. Ja, das könnte natürlich Das sein. halt Mr. Robot übrigens auch in der Liste auf Platz 6. Dann kommt Vikings, Supergirl, The Blacklist und auf Platz 10 eine Serie, über die wir auch schon gesprochen haben, nämlich Suits. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich Vikings sehen will. Ich Ich nicht. glaube, ich mag Wikinger-Thema einfach nicht. Auch wenn die Serie vielleicht gut ist, wie viele sagen, aber irgendwie ist das Thema nicht so meins. Geh mir weg mit Wikingern. Ja, richtig. Ja, Nein. aber Was ich noch kurz erwähnen wollte, ja. also sind wir das Thema durch? Welches Thema? Serienrückblick. Nein. Okay. Was wolltest du denn erwähnen? In welche Richtung geht das denn? Wir können danach auch wieder dahin zukommen. Weil wir Auch noch machen über jetzt ja den Serien, Ausblick. so nicht. Aber wenn du das Thema jetzt beenden wolltest, Nein, deswegen wollte ich mach das mal eigentlich weiter. beenden. Was ich noch erwähnen wollte, was Patrick auf jeden Fall nicht guckt, American Horror Story. Kommt auch auf Netflix. Ist das so? Ja. Ja, da haben wir jetzt sogar die aktuelle Staffel angefangen. Nicht die aktuelle, sondern die Freakshow, also die letzte. Also, ja, die ist. Naja. Was ich dazu auf jeden Fall sagen wollte, die erste Staffel ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist, glaube ich, auch die bestbewerteste bisher, wodurch überhaupt der Hype von der Serie entstanden ist. Die zweite ist ganz nett, die dritte ist nicht sehr gut angekommen und Freakshow war auch nicht der Burner. Aber die fünfte jetzt, Hotel mit Lady Gaga, die kann ich jedem empfehlen, der sich von der Serie Lady abgewandt. Gaga spielt da mit? Ja. Und zwar in der Hauptrolle, lustigerweise. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie dafür investieren mussten, aber sie ist dabei als Hauptrolle. Wer sich dieser Serie den Rücken zugewandt hat, dem kann ich empfehlen, die fünfte Staffel jetzt zumindest nochmal anzuschauen, denn die ist wirklich auf jeden Fall nach der ersten Staffel meiner Meinung nach die beste, so wie ich auch schon einige andere befragt habe, die der Meinung sind. Also die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Da geht es dann, weil es geht ja immer so um ein bis zwei Themen und da geht es dann diesmal so ein bisschen um Vampire und Geister, so in der Richtung. Okay. Ist ganz nett gemacht. Ich muss ja sagen, ich fand die ersten 8,3 drei übrigens. Staffeln alle ganz gut. Echt? Ja, ich weiß, dass da Kritik gab und dass viele die nicht mochten, aber ich mochte vor allem, also Coven war, glaube ich, die dritte, ne? Die fand ich eigentlich ganz gut. Aber Also, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme, das kann ich. nee, nicht unbedingt. Ich habe jetzt vielleicht das allgemeine Feedback da reinfließen lassen, aber ich fand die jetzt auch nicht alle so mega schlecht, die nach der ersten Staffel kamen. Aber die erste war auf jeden Fall die beste. Die zweite war ja das mit der Irrenanstalt und so weiter. Das war so ein bisschen komisch, weil das mit den Aliens und so, das war nur so eine Nebengeschichte und ich habe immer gedacht, da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Ja, Oh, jetzt das habe war ich ein ein bisschen bisschen gespoilert, tut komisch. mir leid. Und die dritte Staffel mit den Hexen, das war halt auf jeden Fall was anderes, aber war auch nett anzusehen. Und Freakshow, muss ich sagen, haben wir mittendrin abgebrochen, weil irgendwie kam die nicht auf den Punkt, was diese Staffel soll. Okay. Deswegen, aber die fünfte ist ganz gut. Vielleicht sollte man dazu sagen, wer American Horror Story nicht kennt, die Staffeln sind komplett unabhängig voneinander. Genau. Es sind Sie zwar haben nur dieselben immer Schauspieler. Verbindungen. Genau. Ja, ein paar Goodies natürlich, aber storymäßig komplett unabhängig voneinander. Das ist so wie bei Fargo, by the way. By the way, wie er immer auf diese Serie zurückkommt, damit er sie auf jeden Fall anschaut. Guckt sie an, sie ist echt gut. Ja. Nein. Verrückt. Hätte ich auch nicht gedacht. Über mehr Serien will ich nicht sprechen, weil sonst werden wir mit diesem Themenblock hier nie fertig. Möchtest du noch über eine Serie sprechen, die wir hier noch nicht besprochen haben, Alex?
Also ich finde die, also für meinen Geschmack fehlen schon einige, aber das ist natürlich Das stark ist gut. Geschmackssache und deswegen kann man auf jeden Fall nicht alle erwähnen. Ich hätte Sagst du mir halt jetzt noch, eine? ja, Mr. Robot, Narcos und Orange is the New Black hätte ich noch erwähnt. Also, Aber ich möchte jetzt nicht im Detail auf jede einzelne ja, wir haben, ein. also habe ich Mr. Robot habe ich nicht drin, weil wir über die auch gesprochen haben Genau. schon. Und Narcos glaube ich auch. Orange is the New Black, das stimmt. Die habe ich nicht mit drin. Die müssen wir auch noch gucken. Netflix übrigens. Ja, ich weiß. Netflix-Originalserie. Unverschämt. Zu Mr. Robot will ich vielleicht noch kurz sagen, dadurch, dass wir da schon drüber gesprochen haben, da war ich ja damals irgendwie erst bei Folge Ja. 5 oder 6, möchte ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von dem Twist der ersten Staffel war, aber mehr dazu nicht, weil das wäre dann spoilermäßig blöd. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich fand es ja ein bisschen abzusehen, ehrlich gesagt. Ja. Ich hatte, aber ja, es ist natürlich. Ja, nee, lieber nicht drüber reden. Richtig. Ja. Die habe ich übrigens noch nicht zu Ende geguckt. Aber den Twist hast du, glaube ich, schon erlebt. In Folge 6 oder 7 ist er, Nee, weiß glaube ich nicht, glaube ich nicht. ich. Okay. Ich weiß nicht, habe es aber auch wieder ein bisschen verdrängt. Ich, ja. Also es war anscheinend nicht die Sprache, die mir die Lust verdorben hat, sondern offensichtlich irgendwas anderes. Naja. Wo waren wir? Fertig, glaube ich. Jo, Serien Nee, müssen nicht ich fertig sein. wollte. Fertig. Fertig mit diesem Podcast, also bitte. Jetzt werd mal Ja, nicht lächerlich. Ich wollte das eigentlich dauert noch einen. 2 Stunden. Also meine geplante Brücke war, ich sagte gerade, dass Arrow und The Flash überraschenderweise so gut abgeschnitten haben bei diesem Download-Dingens. Und dass diese beiden Serien, die habe ich übrigens auch dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, aber finde jetzt, ja, wollte sie jetzt nicht auch nochmal erwähnen, fand es beide ganz gut. Arrow habe ich noch nicht komplett gesehen, aber Flash finde ich halt super. Gucke ich auch aktuell die Staffel. Die führen gerade zu einer dritten Serie und zwar Legends of Tomorrow, mit der, ja, wo gerade auch ein Spin-off, glaube ich, lief. Also in Arrow und Flash. Das war ein bisschen kompliziert. Man musste quasi Arrow gucken, Flash und die hat dann weitergeleitet auf Legends of Tomorrow, auf die neue Serie, die dann auch auf The CW kommt, eben im DC Universe. Und ja, das ist eine der neuen Serien 2016, auf die ich kurz Ausblick nehmen möchte. Beziehungsweise, ja, also das ist halt ein bisschen problematisch zu sagen, worum geht's. Geht halt um Superhelden, die Atom. Und ja, guckt euch vielleicht einfach mal den Trailer im Genauen an, wen wir dabei haben. Ihr seht zum Beispiel gerade auch Heatwave und Captain Cold ist auch mit dabei, genau wie Firestorm, der halt da ja auch mit drin ist, unter anderem in dieser Serie. Ich weiß auch nicht, ob in der Serie die beiden fliegenden Typen aus dem Pilot auf jeden Fall sind drin. All sowas. Naja, Fuller House kommt noch. Kennt ihr Full House, die Serie? Nee, ich nicht. Andi hat gerade irgendwelche komischen Sachen gemacht und hört uns überhaupt nicht. Full House ist halt so eine Sitcom aus den 90ern, glaube ich. Family Sitcom könnte man sagen. Und da hat Netflix jetzt eine Serie gemacht, die sich Fuller House nennt, wo sie halt dann weitergeht, irgendwie 20 Jahre später, wo die Kinder von damals quasi erwachsen sind. Ja, kommt irgendwann auf Netflix. Alles wieder in Ordnung, Andi? Ja. Ist Nachdem ich referiert habe, ja, ich kenne Full House, war nicht so ganz meine Zeit und ich glaube, dass die Serie nicht der Burner wird. Nee, glaube ich auch nicht. Ist halt irgendwie so eine Comedy-Serie, aber naja, umsonst für Netflix-Fans, ja. Jo. Akte X, neue Olé. Miniserie. Hast du Akte X geguckt? Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du es wirklich gemacht hast, aber du wirkst wie jemand, der Akte X bestimmt geguckt hat. Ja, das ist ja das Lustige. Das war ja nicht meine Zeit. Ich glaube, da hätte ich, wann hätte ich das, wann lief Keine das? Ahnung. 1900, ich glaube, 89 hat es, glaube ich, begonnen, wenn ich mich, nee, Nein, 90er 92 Jahre war würde ich es. sagen. 92, ja, das war nämlich der Lustige. Die zweite oder dritte Folge war nämlich etwa an meinem Geburtstag, als sie diesen Fall gelöst haben. Das erinnere ich mich dran. Naja, auf jeden Fall war Ach, das da meine erinnerst du dich Zeit. dran, als du geboren wurdest, hast du gesagt, Mensch, heute ja auch Scully Mulder, ja? Nein. Ja, richtig. Also das Datum wurde eingeblendet in dieser Folge. Ach's. Das fand ich halt lustig. Dementsprechend hätte ich null sein müssen, als ich mit dieser Serie begonnen habe. Das ging nicht. Aber ich Mensch. habe sie just Anfang dieses Jahr haben wir angefangen mit Staffel 1. Und da diese Serie 10 Staffeln hat, zieht sich das noch natürlich ein bisschen. Wir haben öfters Pause gemacht, weil Neun man... Staffeln. Nicht 10? Nein. Na, hat er nicht.
Auf jeden Fall, man muss halt sagen, die Serie ist auf jeden Fall gut, keine Frage, aber sie hat halt auch viele langweilige Folgen, wodurch dann der Hype immer so ein bisschen wieder abgesunken wird, wenn wir wieder anfangen, die Serie weiter zu gucken, damit ich im Endeffekt, wir machen es also nur wegen mir, damit ich im Endeffekt diese Miniserie dann auch verstehe, die ganzen Zusammenhänge und so weiter, Darf ich ganz kurz weil, ja. rein? Sie hat 1994 begonnen, am 5. Echt? September. Vielleicht in der Serie war es früher, das kann ja Richtig. sein, Könnte aber die Serie selbst ist 1994 begonnen und sie ging bis 2002. So, du darfst weiterreden. Richtig. Ja, naja, dementsprechend habe ich sie erst dieses Jahr angefangen zu gucken und wir sind bei Staffel 8, glaube ich, hängen geblieben. Also Mulder hat nicht mehr so ganz die Hauptrolle, merkt man so langsam. Läuft ja auch darauf hinaus in Staffel 9, soweit ich schon erfahren habe, dass er nur noch Scully mit am Start ist. Und wann beginnt die? Weißt du das gerade? Jetzt irgendwann im Jahr 2016. Genauer kann ich dir nicht sagen. Ach Nein. so, Hast du ja, ein bisschen Zeit? bis dahin muss ich also noch anderthalb Staffeln wahrscheinlich in etwa gucken. Ja, Ja. also gut, die Serie, die alte zumindest, aber man hat halt viele langweilige Folgen, aber dadurch, dass die nächste eine Miniserie wird, wird es ja quasi so eine Art Film, wo quasi jede Folge dann wahrscheinlich spannend ist. Und Genau, dadurch, dass auch die ganzen alten Schauspieler dabei sind, wird es ja sowieso ganz cool. wie wahrscheinlich auch American Horror Story oder eben die Serie, die ich öfter heute erwähnt habe, Fargo, so eine Art Minifilm ist. Ne? Oder auch Jessica Jones, alle diese Miniserien, die auf 13 Folgen bestehen. Übrigens, im Jahr 2016 kommen auch wieder ganz viele Marvel-Serien zu Netflix. A, kommt eine zweite Staffel von Daredevil. B, kommt eine neue Serie mit Luke Cage. Das ist dieser starke, unverwundbare Typ aus Jessica Jones. Der kriegt eine eigene Serie und dann alle die Helden aus den Marvel Netflix-Serien kriegen dann noch eine eigene Serie wiederum in Form von Marvel's The Defenders. Ich frage mich, wann das Fass überall gelaufen ist Bei mit Marvel. aktuellen Marvel- und DC-Serien sowie Filmen. Das ist eine gute Frage. Es ist ein leichter Überfluss bereits erkennbar. Ach ja, gut, aber die sind halt trotzdem gut, die Serien, muss man Ja, sagen. klar. Ne? Das, ja, vielleicht, naja, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel. Das ist wahr. Und Daredevil und, also die gehen ja in eine andere Richtung als zum Beispiel die Sachen, die bei ABC laufen. Das ist halt so eine dunklere, ernstere Geschichte. Deswegen, die sind ein bisschen anders von ihrer Art. Ja, dann noch mein Ausblick. Also ich habe jetzt mal die ganzen Serien, die wir gerade schon besprochen hatten, die weitergehen im Jahr 2016 nicht reingenommen, sondern nur neue Serien. Und da werden natürlich ganz viele erst in der nächsten Season besprochen, weil es ist ja so, für die, die es nicht wissen, wir unterhalten uns hier ja hauptsächlich über englische Serien, also amerikanische eher. Und die werden irgendwann jetzt in den nächsten Monaten werden Pilotfolgen dazu produziert. Diese Pilotfolgen werden den Sendern gezeigt. Und im Mai beschließen die Sender dann aus diesen Pilotfolgen, aus welchen dieser Pilotfolgen später neue Serien werden, die wir dann ab September 2016 sehen. Deswegen können wir da natürlich noch nicht alle sagen, werden uns da dann in Richtung Mai, wenn die Upfronts kommen, also Upfronts sind die, ist der Vorgang, wenn eben die Sender sagen, cancelled, verlängert, neu bestellt. Da werden wir uns darüber nochmal unterhalten, aber jetzt kann man schon sagen, dass CBS, die glaube ich Paramount gehören, eine neue Star Trek-Serie plant. Im nächsten Jahr ist ja glaube ich auch Star Treks 30., 50., 50., glaube ich, Geburtstag. Und da gibt es dann eine neue Star Trek-Serie. Ich bin schon gespannt. Ich war ja früher Star Trek-Fan und finde das Remake, den Film von Star Trek, ganz gut. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ihr ja, habt Star Trek-Serie nicht gesehen, nehme ich stark an. Und Nö. ja, Nö. seid auch nicht Ich gespannt kann da, drauf. ich habe mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Atlantis oder so. Das ist Stargate. Oh. Aber. Weißt du Bescheid? Ich konnte diesem Universum noch nie etwas, noch nie wirklich folgen. Und ich find die Filme gut, aber ich gucke sie mir quasi casual an, nämlich von nichts eine Ahnung und finde die Filme gut, Die aber neuen Serie. jetzt, ja? Bitte? Die neuen Die jetzt von neuen, J.J. genau, die Abrams. neuen mit. Richtig, naja, und sonst gucke ich die Serie nicht. Mal sehen, vielleicht wird es ja eine tolle Serie, wer weiß das Ja. schon. Ist auf jeden Fall die Wird sie denn Chance. fortgesetzt von Weiß irgendwas man oder ist das nicht. quasi ein neues Kapitel? Weiß man noch nicht. Ist halt Ach. nur, CBS hat gesagt, sie machen das und ich glaube, das ist auch eine Serie, die gar nicht im normalen Fernsehen läuft, sondern CBS wird irgendein neues Produkt rausbringen, so Netflix-mäßig, ja, Angriff auf Netflix, und das soll das Zugpferd dieses Dings So. werden.
Okay. Ja. Naja. Mir fällt gerade an, ein wegen alt und neu. Ich habe oder wir haben Anfang des Jahres versucht, mit Doctor Who anzufangen, weil wir das beide noch nicht gesehen haben. Wir sind aber, ich glaube, bei Folge 5 oder 6 verzweifelt, weil die Qualität so schlecht war. Ist ja auch schon ein paar Jahre her von der ersten Staffel. Deswegen wird das wohl nie geschaut werden von mir, Ist Doctor Who. auch so, wie wenn du die ersten ganz uralten Folgen Star Trek gucken wolltest, die Ja. 66, die habe ich auch nie, die habe ich irgendwann mal, als ich ganz jung war, mal reingeguckt, aber ich habe die nie geguckt, weil die mich nie interessiert haben. Ich habe halt dann ab den, also Mitte der 90er irgendwann, habe ich die Serien geguckt, die in den 80ern angefangen haben. Achso. Da war ich dann Fan. Naja, wir sind schon rum mit den Serien. So schnell kann es gehen, ja. So schnell. Es waren nur 47 Minuten jetzt. Naja, wir haben vorher schon mit Fargo angefangen, aber naja. Gut, wir sind bei den Filmen. Rückblick 2015. Ich habe ein paar aufgeschrieben, die ich gesehen habe dieses Jahr. Sicherlich ein paar vergessen. Die könnt ihr dann nochmal ergänzen. Ich habe auf jeden Fall Avengers Age of Ultron gesehen. Und ich weiß, dass Alex den auch geguckt hat. Ja, Zufall. Wir waren nicht zusammen da drin, Ach aber. ja, stimmt. Ja. Ich erinnere mich. Aber wir haben ihn beide gesehen. Ja. Miau. Ja, toller Film, fand ich, aber nicht ganz so gut wie der erste. Und das kommt Ich kann ja. mich an den ersten schon wieder nicht mehr erinnern, deswegen kann ich keinen Vergleich ziehen, aber war ganz nett. Hat auch nur 7,6, sehe ich gerade. Das ist natürlich wirklich schlecht vergleichsweise. Der erste hat, glaube ich, irgendwas mit 8,8 oder sowas. Der erste war ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, sehr weit hoch. Über 1 Milliarde eingespielt hat der zweite auch, aber ist nicht ganz so erfolgreich gewesen wie der erste. Und der dritte dann, der wird ja diese Marvel, also diese ganze Geschichte abschließen. Also das wird schon ein großes Ding. Jetzt geht es ja weiter dieses Jahr, wo wir dann beim nächsten schon wieder sind, mit Captain America, also wo wir im Ausblick sind, mit Captain America Civil War. Und abschließend wird das dann halt Avengers 3 übrigens. Ja, aber ansonsten Age of Ultron war schon solide, war ein nettes Popcorn-Kino, kann man sagen, oder? Jo. Jo, war ganz gut. Ich habe halt immer Ich kann so, mich nicht so mehr ein an Details bisschen. erinnern, aber. Bitte? Haha. Ich kann mich auch nicht mehr an Details erinnern, Naja. aber ich fand ihn ganz gut. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, im Endeffekt, vor allem bei Iron Man ist mir das aufgefallen, bei dem letzten, der wird ja auch nicht mehr fortgesetzt, dass es im Endeffekt wirklich nur noch um Effekte geht. Und das nervt mich immer so ein bisschen bei den ganzen Actionfilmen, dass eine Milliarde, nee, noch mehr wahrscheinlich an Dollars in die Effekte reingesteckt werden und die Story so ein bisschen vergessen wird. Das regt mich immer so ein bisschen auf, aber so ein Nur-Effekte-Film ist manchmal auch ganz entspannt, wenn man nicht nachdenken möchte. Aber das war ja zum Beispiel bei Captain Nee. America meist nie der Fall, ne? Der war ja immer Richtig. mehr, also bei zum Beispiel auch schon beim zweiten Winter Soldier war das wieder nicht der Fall. Das ist halt, ja, und das wird auch, glaube ich, beim dritten, das hört sich schon wieder nach sehr viel Story an, nicht der Fall sein. Jo. Ja, dann weiterer Marvel-Film von diesem Jahr war ja Ant-Man. War ich ein bisschen überrascht von, weil In ich dachte, positiver oder negativer? positiv. Er war A, sehr lustig, also lustiger als der gewöhnliche Marvel-Film und hat Spaß gemacht zu gucken. Natürlich auch keine große Story, das möchte ich so nicht sagen, aber ich fand ihn echt gut. Den hatte ich ja auch gesehen. Ich fand, ich hatte ja nicht mal einen Trailer gesehen gehabt und Ja. glaube, spontan angeschaut, weil sonst nichts lief und war auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Hat Okay, übrigens auch dann. nur 7,5 Rating, also noch weniger als Age of Ultron, aber man muss ja auch, um gemocht zu werden, nicht unbedingt das krasseste Rating haben überhaupt, ne? Ja. Ja, ein Film, der mich ja persönlich echt krass überrascht hat, auch ist ja, ich weiß nicht, ob er es vielleicht noch ist, der erfolgreichste Film des Jahres, wahrscheinlich schon, weil Star Wars spät rauskam, aber ist ja auf jeden Fall Jurassic World, ne? Positiv oder negativ? Der erfolgreichste Film war dieses Nein, Jahres. ich meine, überrascht hast Nee, du ich wieder war gesagt. positiv überrascht auch wieder. Achso, okay. Also ich habe gedacht, dass der. Also ich wollte da gar nicht rein. Hier Alex, da waren wir ja zusammen drin. Unter anderem mit noch ein paar Leuten. Und da war es auf jeden Fall so, dass ich da gar nicht reingegangen wäre, glaube ich. Also, ne? Aber Alex meinte, dass der sehr gut wäre. Und das war er auch, finde ich, ne? Jo. Jo. Hatten wir auch schon mal drüber geredet. Das Genau, brauchen wir jetzt eben nicht, denke ich, im Detail, aber definitiv es nicht. war überraschend gut. Ja, genauso wie Star Wars hatten wir aber auch schon besprochen und da möchte ich noch nicht im Detail drauf eingehen. Hat mir auch gut gefallen, habe ich gesehen. Ihr, glaube ich, beide noch nicht, ne? Nö. Ja.
Ich habe Gutscheine. Irgendwann wird das noch gemacht. Ja, dann können wir da nochmal drüber reden, wenn wir auch nicht mehr zu viele Leute spoilern. Ja, dann ein Film, den ich auch extrem gut fand und der mir auch schon vorher erschien, als ob er bestimmt gut wäre, ist ja Inside Out. Also in Deutschland besser bekannt unter, wie heißt er da? Alles steht Kopf. Genau, Alles steht Kopf. Und den finde ich ja extrem gut. Ich weiß nicht, ob Andi den auch schon gesehen hat, aber kann durchaus sein, oder? Nee, ich habe mir den Trailer gesehen und uns wurde gesagt, dass der Trailer eigentlich schon alles Gute beinhaltet und der Film dann entsprechend langweilig ist. Ach, also das würde ich so nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht so sagen. Also stimmt schon, dass der Trailer ein bisschen das Highlight war schon, aber der Film war trotzdem sehr gut, finde ich. Ja. Also wir gucken ihn, wir haben und gucken ihn auch nicht im Kino an, wir werden ihn dann wahrscheinlich einfach so angucken. Auf Blu-ray dann halt, ne? Ja, ist aber auch so ein Film, den man gut auf DVD oder Blu-ray auf deinem Lieblings-Apple-TV. Ich habe den auch auf, also ich habe die amerikanische Version gesehen über iTunes, da der in Amerika schon sehr, sehr viel früher anlief, konnte ich den halt vor einigen Monaten schon in iTunes kaufen. Und hab den dann mir dort angeschaut und quasi auch zu Hause gesehen. Ja. Auf Englisch dann logischerweise. Ja. Mhm. Aber deswegen weiß ich auch gar nicht, da haben ja irgendwelche Leute, auch bekannte Deutsche wahrscheinlich, irgendwelche Synchronstimmen gehabt, die ich aber überhaupt nicht kenne. Ich fand ihn auch sehr lustig, hat mir Spaß gemacht. Ist auch nicht so der typische Kinderfilm, sondern schon eher Pixar-Kino für Erwachsene, sage ich mal. Wo jetzt Findet Nemo sicherlich für beide was war, würde ich hier schon sagen, dass der eher was für Erwachsene letztlich, also nicht eher was, ich denke auch Kinder werden Spaß daran gehabt haben, aber auch auf jeden Fall was für Erwachsene. Okay. Ja, dann ein Film, den ich deswegen aufgeführt habe, weil ich, also ich gucke sowieso nicht so viele Filme. Wir werden schon einen Großteil der Filme, über die wir jetzt hier gesprochen haben, werden ein Großteil der Filme sein, die ich auch gesehen habe in diesem Jahr. Ich gucke ja eher Serien. Aber es ist ja mit Ex Machina, muss ich sagen, den wollte ich auch wiederum gar nicht gucken, sondern wir waren irgendwie... Auch wieder ich schuld, ne? Genau, wir waren irgendwie abends unterwegs, dann waren wir auch im kleinsten Kino, in diesem Kino-Ding drin. Also in so einem Kino-Center, in dem kleinsten Kino der Welt, wo man nebenan lief, glaube ich, dieser Mad Max-Film, der anscheinend extrem gut sein soll. Ich habe ihn nicht gesehen. Und da lief halt nebenan Mad Max, der das auch immer wieder übertönt hat. Das war vielleicht nervig, sage ich euch. Der Bass war extrem laut. Wie praktisch. Ja. Weil Ex Machina, über den wir nämlich jetzt reden wollen, ist so ein Film, der ist halt nicht so laut. Ne? Sondern eher leise. Ja, wie würdest du Ex Machina beschreiben, Alex? Du hast ihn ja auch gesehen. Es war ein, ich glaube, der hat ja irgendwelche Preise von irgendeinem Filmfestival oder so gewonnen. Kann sein, deswegen wollte ich ihn vielleicht gucken. Das kann gut sein und normalerweise sind das ja immer so komische Filme. Irgendwie war er das ja auch, war schon irgendwie so komisch und nicht so Mainstream-mäßig. Aber auf der anderen Seite war er schon auch wirklich gut, fand ich. Also, ja, war, also Action quasi null, gut ein bisschen Action schon, aber sehr storylastig halt, auch auf emotionaler Ebene irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber interessanter Film, den es so auf jeden Fall so ähnlich nicht gibt, oder ich kenne zumindest nichts Vergleichbares, geht halt, ich weiß, soll ich sagen, um was es geht, ja, kurz, fiktiv, da hat halt, natürlich fiktiv, hat jemand eine künstliche Intelligenz entwickelt, ein Roboter, der halt wirklich sehr intelligent ist und auch Selbstbewusstsein hat. Ja, du sollst nicht zu viel verraten. Ja, man kann nicht so viel verraten, nee. Stimmt. Ja, aber es gibt, man kann grob sagen, auch die Gefahren der künstlichen Intelligenz ist ja sehr kritisch, vor allem gegen... Also es geht darum, dass ein Typ überprüfen soll, ob die künstliche Intelligenz gut ist, im Endeffekt. Genau. Und die Message, die wie immer in solchen Filmen übertragen wird, ist künstliche Intelligenz eine gute Idee oder wird sie am Ende die Menschheit töten? Hast du ihn auch gesehen? Ja. Ah, ja. Fand ich auch gut. Ja, ich meine, hat er schon angefangen damals in den 80ern mit Terminator, ne? Ja. Von daher, ja. Ja, ein anderer Film, auf den ich mich extrem gefreut habe, wo ich dann letztlich wieder ein bisschen, enttäuscht wurde, weil halt das tatsächlich so ist, wie du letztes Mal schon gesagt hast, die witzigsten Szenen im Film schon im Trailer waren natürlich die Minions, ne?
Wobei es wirklich sehr viele Trailer zu diesem Film gab, muss man Ja, sagen. man ist auch selbst schuld, wenn man sie sich anguckt, ist natürlich wahr. Aber die Minions, also ich bin ja noch gar nicht so ewig lange ein großer Fan von den Minions, sondern habe sie ja, als wir in den USA waren, da das erste Mal den ersten Film gesehen und war dann da in diesem Minion-Erlebnis in, wie heißt der Park? Universal? Ja, ne? Ja. Jo. Hab Universal Studios. da das gesehen. Also ich finde sie super natürlich auch noch immer. Das Problem ist halt, dass die Minions eben der Sidekick sind. Wir hatten das letzte Mal schon gesagt, brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Und da waren sie halt jetzt Hauptcharakter und das war so ein bisschen das Problem. Fuck You, Goethe 2. Erfolgreichster Film in Deutschland in diesem Jahr, kann ich euch nochmal sagen. Wenig überraschend irgendwie. Die sind halt irgendwie alle Deutschen reingegangen. Ich fand ihn aber auch überraschend lustig, obwohl er nicht so gut sein soll wie der erste, finden ja viele. Keine Ahnung, ich finde beides einfach nur ein bisschen lustig und würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt dem ersten hochgradig super Wertung geben würde. Wie sieht es bei dir aus, Alex? Ich weiß nicht, oder haben die den auch gesehen? Ich habe nur den ersten gesehen, fand ihn lustig und fertig. Mehr auch Genau. nicht. Ja, das ist auch für mich so. Und das zweite fand ich auch lustig. Fertig, mehr auch nicht. Ja, sehr flacher Humor halt. Ja, Aber das das habe ich ist halt auch erwartet. das, ja genau, das ist halt das, was man erwartet. Und wenn man da mit irgendwelchen großen Ansprüchen reingeht, wird man natürlich enttäuscht. Aber wenn es halt wirklich nur sowas Trashiges ist, was man sehen möchte, ein bisschen lachen, dann ist es ganz cool. Ja, eben. Im Ja, dann. Endeffekt ist es eher traurig, wenn man die sieht, weil es ja leider wirklich so ist. Viele Sachen, die da gezeigt werden, was Schule heutzutage angeht und Schüler und Alter Da von ist ja die diesen Leuten. Frage, habt ihr noch einen Film, den ihr gesehen habt diesem Jahr, den ihr unbedingt erwähnen möchtet? Ja, ich möchte einen Film, der irgendwie nicht so gut bewertet wurde, den ich irgendwie lustig fand, war der von Disney, The World Beyond, also The De nee, ja, Tomorrowland heißt der im Englisch und ins Englische wurde er, nee, vom Englischen wurde er ins Deutsche in Englisch übersetzt. Wieso auch immer, habe ich nicht verstanden, aber im Endeffekt heißt er Tomorrow World oder Land? Tomorrowland? Ich weiß. World Beyond heißt er vielleicht im Deutschen und im Englischen heißt er Tomorrowland. Zumindest Tomorrowland. laut. Hast du den gesehen? Nein, aber ich gucke gerade bei IMDb nach. Ist mit Achso, George ja. Clooney. George Aber Clooney-Film. wieso sie vom Englischen ins Deutsche trotzdem ins Englische übersetzt habe, habe ich nie verstanden. Das weiß man wohl nicht. Vielleicht wegen Aber. der Veranstaltung, die es hier in wo? Nebenan gibt diese Techno-Veranstaltung, Elektronik-Musik-Veranstaltung, die Tomorrowland heißt. Ach so, Naja, auf jeden Fall wurde er nicht so mega gut bewertet, aber ich fand ihn irgendwie ganz cool. So von der Story und so von der Idee her dahinter und auch von den Effekten und bla und blub und blub und bla. Aber trotzdem wurde er nicht so perfekt bewertet, wie ich ihn hätte bewerten wollen. Aber er war ganz gut. Wer sich davon abschreckt, dass die Bewertung so schlecht ist, dem kann ich empfehlen, ihn trotzdem mal anzugucken. Denn er hat viele lustige Szenen und ja, auch eine ganz nette Story dahinter. Ist übrigens ganz böse bei mir. Bei Filmen gucke ich immer auf IMDb. Und wenn da schon ein Film mit 6, noch was Bewertung, da gucke ich nicht rein. Da bin ich raus an der Stelle. Ja, ins Kino Ja, gehe da ich sowieso eh nicht, sehr ja? wenige Filme, muss ich sagen. Das Ja, meiste gucke ich dann eh über iTunes oder was weiß ich auch immer. ja. Hast du den Film gesehen, Alex? Nee, habe ich nicht. Ich habe dann auch recht vergesslich und weiß nicht, was ich alles gesehen habe dieses Jahr. Ich bin mir nicht sicher, war Baymax dieses Jahr? Ja. Ja, Anfang des Jahres, Den stimmt. fand ich auch überraschend gut. Das war auch nicht geplant, dass ich ihn anschaue. Warst du War da an bei meinem Patrick? Geburtstag. Das kann Siehst du? sein. Alex ist extrem vergesslich. Er Ja, weiß nicht, tut mir dass wir leid. an meinem Geburtstag in diesem Film So, waren. kannst du das nur Sowas kann ich mir vergessen? überhaupt nicht merken. Frech. Ich wusste ja Ganz nicht mal, ob es frech. dieses Jahr war. Der war Ja. auf jeden Fall auch überraschend gut, finde ich. Ja, Also, das stimmt. ja. Sehr gut. Lustig, super. Ist auch nicht so gut bewertet und auch nicht Würde so ich vielleicht erfolgreich sogar gewesen. über Inside Out packen. Ja, ist bei weitem nicht so erfolgreich gewesen, ne? Ja, leider verstehe ich nicht, wieso irgendwie. Ja. War ja auch irgendwie gutes Marketing eigentlich. Naja, Ja. ist halt so. Ich habe, das Problem ist bei mir, ich habe irgendwie dieses Jahr sehr viele Filme gesehen, weil dadurch, dass wir nach Amerika geflogen sind und wir so ein lustiges Entertainment Center im Flugzeug hatten, wo jeder seinen eigenen Bildschirm hatte und die aktuellen Kinofilme sehen konnte im Flugzeug, was ich äußerst faszinierend fand, habe ich dann insgesamt, glaube ich, 8 aktuelle Blockbuster-Kinofilme gesehen und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich gesehen habe, weil es viel zu viel war. Aber es waren einige ganz lustige dabei. Übrigens, Big Hero 6, da fällt mir ein lustiger, ich glaube, es war bei Reddit oder so, bei Funny Reddit wurde es gepostet, wo irgendwie eine Frau gesagt hat: Boah, ich habe hier Big Hero 6 gesehen, kann mir einer den Link zu den ersten 5 Teilen schicken? Achso. Das fand ich sehr Auch lustig. gut. Ja.
Ja, sonst noch ein Film, den ihr erwähnen wollt aus dem Jahr 2015, der herausgestochen ist vielleicht. Mir Mir fällt fällt. ehrlich gesagt jetzt nichts mehr ein, weil ich vergesslich bin, wie Dann würde gesagt. ich sagen, 2016 ist natürlich das Jahr, wo man als erstes, wenn man über Filme redet, finde ich zumindest, den Warcraft-Film ansprechen muss, zumindest in diesem Podcast. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie der wird. Bin skeptisch, gebe ich zu, aber gespannt. Der Ich Trailer habe hat schon mich auch nicht weniger skeptisch werden lassen, sondern eher mehr. haben wir schon den ersten, ein erster oder zweiter Podcast Ja. erwähnt und deswegen ist meine Erwartungshaltung auch dementsprechend nicht so hoch, wie es erst wie sie sein könnte, wenn der Trailer irgendwie besser gewesen wäre. Und deswegen kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden, was ich schon mal gut finde. Meine Erwartung ist auch relativ niedrig mittlerweile, muss ich sagen. Aber ich hoffe, dass es gut wird. Nicht dafür, dass da ein guter WoW-Film gibt, sondern dafür, dass wir hoffen können, dass es mehr Videospiele, Filme geben wird, die auch wirklich gut sind. Und ich fürchte halt, wenn der jetzt floppt, dann ist das Thema erstmal komplett vom Tisch wieder, weil sich das niemand trauen wird. Mal sehen, also Universal selbst hatte ich letzten Podcast schon, im vorletzten Podcast schon gesagt, dass sich die anscheinend echt sicher sind, weil wenn sie den in Star Trek, ach, Star Wars reinhiefen, müssen sie da beim Vorabscreening schon gesagt haben, wow, guter Film, der wird gut ankommen, weil die haben ja so ein internes Team, was sowas dann auch nochmal ein bisschen abschätzt und sie geben ja dann nicht unnötig Geld ins Marketing, was allerdings nicht heißen soll, dass der Film dann gut ist, ja. Es gab da damals einen mit Johnny Depp, der unglaublich gefloppt ist von Disney. Ich Ja. weiß nicht mehr, welcher es war. Namen habe ich Wo er schon wieder den Indianer verdrängt. gespielt hat oder Genau. sowas. Ja, ich Wo weiß auch nicht mehr, wie er hieß. unglaublich viel Lonely Geld, Ranger oder so? ja, wo unglaublich viel Geld reingesteckt wurde, aber dann halt super mega gefloppt ist. Von daher wird man das sehen, wie die Leute darauf reagieren und gucken müssen. Gerade auch bei den Org-Darstellungen, denke ich. Aber naja. Ja, Captain America 3 haben wir schon drüber gesprochen im letzten Podcast, vorletzten Podcast, haben wir gerade kurz angesprochen. Ich denke, wir freuen uns alle drauf, das kann man zumindest sagen. Oh. Du hast übrigens in X-Men. der Liste Avatar Teil 2 vergessen. Oh, das stimmt, ja. Habe ich ja noch nicht den ersten Teil gesehen, deswegen freue ich mich auch nicht auf den Was? zweiten Teil. Aha. Ja. Ketzer. Ich sage dann immer, wo sich die Leute ein bisschen zu Recht aufregen, weil es natürlich ja boshaft gemeint ist auch. Ich sage aber immer, ich habe Pocahontas schon gesehen, ich brauche die Realverfilmung nicht gucken. Aber naja, ich möchte Avatar auch, glaube ich, echt nicht gucken. Also alles, was ich davon gehört habe, hört sich nicht für mich so an, als ob ich den Film irgendwie sehen muss. Es geht halt auch nicht um die Und Story in dem Film. Ich weiß nicht, ob der auch ja. zu Hause auf dem Fernseher dann so gut ankommt, wie er im Kino in 3D Ich ankommt. möchte auch überhaupt gar keinen, also deswegen spreche ich das auch nicht an, weil wenn mir einer sagt, boah, der beste Film in 3D, ich hasse 3D, geh weg. Ich Ich finde auch. 3D einfach kacke und Aber ich daher mag interessiert mich trotzdem das die nicht. Visualisierung des ganzen Films, weil sie sich einfach sehr viel Mühe dabei gegeben haben. Das sieht halt wirklich alles sehr hübsch aus, was sie da gemacht haben. Aber ich hasse 3D auch. Und wenn es bei diesem Film nur darum geht, dass der so ultra geile 3D-Effekte hat, dann kann ich da leider auch nicht zustimmen. Das war halt für mich, ist halt natürlich auch wieder unterschiedlich. Also, Unterschiedliche Meinung. auf die nächste Technik, die ich mich freuen würde, wäre, wenn das holographisch dargestellt wird. Ja, Ich das finde glaube. ich gut. Aber 3D finde ich bis jetzt also ist einfach schwach, also für mich. Und sieht einfach nicht so geiler aus. Es gibt mir keinen geileren Effekt. Es stört mich nur mit der zusätzlichen Brille und ja. Ja. Jo. Kommt doch wieder der zweite Teil raus und ich bin gespannt, ob der überhaupt irgendwie in einer Weise an den Erfolg vom ersten ranknüpfen kann. Ich bezweifle es ein wenig. Der gute James Weil. Cameron ist halt sehr an Ozean interessiert und soweit ich gelesen habe, soll Ja. der Teil auch komplett unter Wasser spielen oder Richtig. viel mit Wasser Oder zu tun viel, haben. genau. Ja. Weshalb er sich auch verzögert hat, weil die 3D-Technik für Unterwasser erstmal ein bisschen weiterentwickelt werden musste. Naja, da bin ich mal Cameron, ey. gespannt. Ja, mal sehen. Cameron hat viel geschafft. Zumindest den bis dato erfolgreichsten Film aller Zeiten mit Avatar. Wird sich wahrscheinlich ändern, nehme ich an. Mit Star Wars. Oder, naja, glaube ich doch nicht. 2,8 Milliarden ist schon hart, das einzuholen. Aber man wird sehen. Mal schauen. Ja,
Captain America 3 habe ich gerade schon gesagt. X-Men Apokalypse, Trailer sieht irgendwie kacke aus. Hatten wir aber auch schon drüber gesprochen, deswegen möchte ich jetzt da nicht nochmal drauf eingehen. Genauso wie auf Star Trek Beyond nicht. Ach du, oder möchtest du dazu noch was sagen? Nö, ich wollte auch nur sagen, dass ich lustig fand beim Trailer, als der rauskam an dem Abend, war irgendwo die Headline, das hatte ich euch bei auch gesagt, von wegen, seht ihr den ersten X-Men Apokalypse Trailer, der hat uns da aus den Socken gehauen, blablabla. Klickt auf jeden Fall drauf, damit wir mehr Geld kassieren. Und als ich die Headline gesehen habe, dachte ich mir, boah, jetzt kommt bestimmt was Tolles. Ja, irgendwie nicht. Man hat nicht sehr viel gesehen. Könnte sein, dass der Film gut wird, könnte sein, dass der schlecht wird. Ich bin gespannt. Ja, mich hat er echt ein bisschen enttäuscht, aber naja. Ja, dann Star Trek Beyond haben wir schon drüber gesprochen. Wird sicherlich gutes Popcorn-Kino, davon bin ich überzeugt. Man darf nicht viel Story erwarten, aber es war bei allen neuen Star Trek-Verfilmungen so, muss man sagen. Was top war oder was auch noch interessant sein wird, ist Ghostbusters übrigens. Ghostbusters, habt ihr die Filme gesehen? Die kamen auch in den 80ern oder so. Ich finde, die Und mag ich. du auch, Alex? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Ah. Und da kommt jetzt ein neuer Ghostbusters, der allerdings darin oder dazu kommt, dass es Frauen sind, die irgendwie Ja. Ghostbusters sind. Keine Ahnung, warum das jetzt wichtig war. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch, ob dieser Film in irgendeiner Weise Erfolg haben wird. Ich bin gespannt, Nicht wie wegen das wird. Frauen, sondern einfach, weil es halt einfach was komplett anderes im Endeffekt sein wird, ohne die bekannten Charaktere quasi. Ja, da sind ja einer schon ist tot. Ich glaube, Spengler ist tot, der Dr. Ja. Eugene Spengler gespielt hat. Ja. Und ja, ein anderer Film, auf den ich mich freue und wo ich mich immer gefragt habe, warum Disney Pixar nicht gesagt hat, sie sollen einen nachfolgenden Film machen, ist ja Findet Dory, also Findet Nemo Nachfolger, weil Nemo nochmal zu verlieren, war doof. Aber man kann Dory verlieren, sehr gut, denke ich. Und ja, ich hoffe, dass er gut wird. Schon alleine für Ellen hoffe ich das. Also Ellen DeGeneres. Die finde ich extrem cool. Und sie spricht ja im englischen Original Dory. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass der Film gut wird. Aber ich bin gespannt. Was denkt ihr? Ich freue mich auch, aber ich mochte Dory und ich frage mich, wenn sie verloren geht, ob wir sie dann überhaupt groß sehen. Also ich weiß natürlich, dass Ellen mitspielt. Aber ja, gut, wenn es natürlich so ist wie im ersten Teil, dann Vielleicht ist klappt es es nicht so wie natürlich im schon. ersten Teil, ne? Wer weiß. Vielleicht machen sie da mal was anderes Also ich raus. glaube nicht, dass sie Dory groß weglassen, weil das ist ja einfach Ja, beliebter ja. Charakter. Genau. Also ich glaube nicht, dass sie wieder zu P. Sherman Wallaby Play Sydney entführt wird, sondern irgendwas anderes. Aber wie genau Ich das meine, sie aussieht. sucht ihre Eltern. Ich glaube, ich habe mal irgendwann einen Trailer oder so gesehen oder Teaser, wo es in die Richtung geht, aber ich kann mich schon wieder nicht erinnern. Gab es überhaupt schon einen? Ich glaube, es gab bisher nur ein Plakat oder so ein Es Bild. gab einen Teaser, glaube ich. Doch, es Echt? gab, ich habe einen Teaser gesehen, bin ich mir recht So. sicher. Ich schaue mal. Nicht, dass ich das geträumt habe oder so. Also ich warte nicht auf diesen Film, ich gucke ihn mir wahrscheinlich an. Fertig. Ja, es gibt einen Trailer, 2 Minuten. Ah, okay. Ob ich den schon gesehen habe, weiß ich dann gar nicht. Ist einen Monat alt. Dann habe ich ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja, Sollte ich mal machen. genau. Ja, ansonsten den Film, den ich letztes Mal in unserem Podcast Alex schon erwähnt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr inzwischen den Trailer gesehen habt. Wenn nicht, solltet ihr ihn noch gucken. Ist auch wieder ein Disney-Film, Zoomania. Der sah einfach super aus, als ich den bei Star Wars gesehen habe. Wahrscheinlich aber wieder die lustigste Szene, wie man das so kennt, ne? Ich fand die Und Szene lustigerweise gar nicht so lustig. Ich fand sie mit dem langweilig. Faultier, hast du die gesehen, Ja. ja? Fandest du Die nicht so hat. gut? Also, was. Der Kern dieser Szene war natürlich lustig, aber das hat mich genervt, dass das so lange dauert. Was der Kern dieser Szene war. Aber das hat mich jetzt nicht gefangen, sag ich mal. Da fand ich den nächsten Film, der gleich kommt, schon viel, viel lustiger. Okay. Ja, das ist der Film, den Alex angesprochen hat und deswegen habe ich ihn mit aufgenommen. Ja. War. Deadpool, ne? Der neue? Deadpool habe ich hier gerade. Deadpool habe ich gerade nebenbei gesehen. Ich habe hier so Dachte nebenbei ich einen schon. Trailer laufen lassen. Und den habe ich gerade gesehen und bin davon. Ich wusste nicht, dass es ein Marvel-Film ist und bin davon sehr interessiert. Den muss ich mir später nochmal mit Ton angucken, den Trailer. Sieht sehr interessant aus. Deadpool, das nur mal eingeschoben. So, jetzt der eigentliche Film ist Pets. Also generell geht es darum, dass man sieht, wie wie Haustiere zu Hause sind, wenn ihre Besitzer nicht da sind. Und der erste Trailer, den es gab, ist schon mal unfassbar witzig, weil ich da sehr viele Sachen gesehen habe, was unsere Tiere machen, wenn wir nicht zu Hause sind. Und es gibt einen anderen Trailer, der ist so weihnachtlich angehaucht, der kam auch letztens erst raus, der ist auch ganz witzig, aber kann den ersten auf jeden Fall noch nicht schlagen.
Der ist einfach nur göttlich. Den müsst ihr auf jeden Fall sehen. Den Film oder den Trailer? Den Film sowieso und den Trailer auf jeden Fall, um in Stimmung für diesen Film zu kommen. Ah, okay. Es ist halt einfach wirklich, wie man auf diesen 9-Gag-Seiten und so weiter solche Witze sind. Das halt einfach, die genau darauf passen, auf diese Tiere, dass, keine Ahnung, wenn so ein fette, was eine Katze? Ja, so eine fette Katze. Ihr Besitzer geht zur Tür raus, die fette Katze geht erstmal in den Kühlschrank und guckt, was es da gerade zu essen gibt und so weiter und schlägt sich dann den Bauch voll mit den größten Dingern überhaupt und so weiter. Kommt jetzt überhaupt nicht witzig rüber, wenn ich das erzähle. Ihr müsst diesen Trailer einfach selbst sehen, denn er ist einfach unfassbar witzig. Meiner Wenn man Meinung eine nach. Haustiere hat, dann kann man sich sehr gut Genau. verbinden mit den Tieren. Genau. Ist halt auch Vor von den allem. Machern von Disciple Me, also ich einfach unverbesserlich, Ah ja. was ja dem Ganzen schon. Geil ist auch dieser Wellensittich übrigens, der vor diesem, ich sehe es hier Ja, nur gerade, Dings. vor dem Fernseher mit dem Ventilator. Das sah ziemlich cool aus jetzt hier gerade auch wieder. Aber naja. ich bin gerade bei der dicken Katze, die am Ja, Kühlschrank permanent geht. richtig. Am Ende, das Ende ist auch sehr lustig mit der Schickimicki-Katze. Naja, Müsst ihr sehen, den Trailer. genau, guckt ihn euch an. Wird auf jeden Fall ein guter Film werden, denke ich. Zumindest anhand dieser Szenen. Vielleicht waren die witzigsten Szenen schon drin. Man wird sehen. Ja, ein anderer Film, den man einfach mal kurz erwähnen muss, worauf ich mich überhaupt nicht freue, weil was soll das? Batman vs. Superman, Trailer sahen alle kacke aus und der Film wird bestimmt auch kacke sein. Du wirst jetzt verstehen, Zorn der Fangemeinde zu dir holen. Ich Ich muss aber auch bin sagen, ich habe nur. Batman-Fan, ich bin Superman-Fan. Also, Achso. das ist hier nicht die Sache, aber der Trailer sah doch trotzdem doof aus. Ja, ich weiß auch noch nicht so, wie die Geschichte, wie die Story dahinter überhaupt sein soll. Das ist auch so ein Film, der wahrscheinlich von seinen Effekten leben wird, meiner Meinung nach. Dementsprechend werde ich ihn schauen, um die Effekte zu sehen. Aber erwarten tue ich ihn nicht. Wirkt halt Groß. langsam ein bisschen arg konstruiert quasi, Ja. dass man halt alles Mögliche ausschlachtet, was möglich ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber gut, vielleicht wird er gut, keine Ahnung. Ah, mal Du hast sehen. übrigens Harry Potter vergessen in der Liste. Oh ja, über den haben wir auch schon letztes Mal gesprochen, Ach deswegen so, okay. wollen wir den jetzt auch nicht hier nochmal ausbreiten quasi. Ja, Deadpool habe ich gerade erwähnt. Was jetzt noch fehlt, ist eine weitere Comic-Verfilmung, zu der es aber noch keinen Trailer gibt, nämlich Assassin's Creed. Dazu wird es eine Verfilmung geben mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Bin ich mal gespannt, ne? Wurde die Zwei. eigentlich, hat sich da überhaupt jemand informiert mal über diesen Film so richtig quasi? Weil ich habe das Gefühl, an mein Fachabitur zurückzuerinnern, was bereits 5 Jahre ungefähr zurückliegt und damals hieß es bereits, dass der Film in Mache ist und jetzt ist es 5 Jahre später und der ist immer noch nicht raus. Ich glaube, der wurde ganz schön oft verschoben. Kommt am 29. Dezember 2016. Na dann. Diese Also Woche wurde das morgen in erste einem Bild Jahr. veröffentlicht dazu. Unfassbar. Richtig, also das Er dauert halt noch. existiert, der Film. Ja. Ja, und Michael Fassbender hat, wie gesagt, mitgespielt. Der ist zumindest nicht zu verachten. Ja, das war es dann auch schon mit dem Ausblick auf die Filme. Und weiter geht's mit dem Technikrückblick. Technik im Jahr 2015. Ja, es gab ein paar neue Sachen. Ich habe hier so ein paar Dinge einfach mal rausgesucht und es gibt noch nicht ganz so krassen Ausblick, weil man muss sagen, darüber haben, also zumindest ich mich noch nicht so richtig informiert und Nö. ist vielleicht noch mal ein Gespräch für später. Aber erstmal die Apple Watch kam dieses Jahr raus. Zumindest, ich weiß nicht, was mit Andy ist, aber Alex hat sie mal gesehen bei einem Bekannten. Wie es jetzt bei dir ist, Alex, Ich vielleicht kannst wollte du, oder lassen wir ja mal Alex anfangen mit seinem Eindruck okay, zur Apple klar. Watch. Also erstmal muss ich sagen, ich habe sie tatsächlich in freier Wildbahn quasi noch überhaupt nicht gesehen oder So. ich achte nicht bewusst drauf. Ich habe nicht, also damit meine ich jetzt, wenn ich rumlaufe irgendwie in dem Bus Aha, oder so, habe ja. ich jetzt niemanden, ist mir zumindest niemand aufgefallen, der sie hätte. Ich habe sie schon gesehen in echt und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man die haben wollen können kann. Komischer Satz, weil ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mir die bringen soll. Gut, man sieht halt die Nachrichten direkt auf dem Arm, aber ist jetzt auch nicht so die Kunst, da aufs Handy zu schauen. Ist natürlich ein bisschen schneller, aber dann finde ich wiederum, wenn ich dann direkt eh antworten möchte, brauche ich eh das Handy. Ich könnte natürlich dann die Nachrichten diktieren, aber das ist auch irgendwie seltsam und traue ich nicht so, also nicht ganz so zuverlässig, finde ich zumindest.
Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was man sich da für einen Mehrwert davon erhofft. Und sehe ehrlich gesagt im Moment da für den Preis zumindest kein Einsatzgebiet. Und Ich habe ja eine tolle bin auch Swatch nicht übrigens. Nee. interessiert daran. Ja, ich muss sagen, ich finde, der Mehrwert wahrscheinlich für Leute ist, dass man es. Also für mich wäre der Mehrwert, dass ich tatsächlich merke, wenn mir jemand Nachrichten schreibt, da mein Handy 98% der Zeit auf lautlos ist, merke ich das natürlich teilweise nicht, sondern nur, wenn ich Dann dann wieder mal könntest du drauf das Handy gucke. ja einfach Auch auf mein Problem. Vibration stellen. Genau, ich sage ja nur, das wäre der Vorteil. Ich habe die ja mal getragen jetzt auch. Also ich hatte sie zu Anfang bestellt, sie dann allerdings weiterverkauft. Direkt ohne sie irgendwie zu tragen, weil ich mir dann, also da war ich auch krank, kam noch mal hinzu. Jetzt aber vor kurzem mal getragen. Ich habe A, einen Hautausschlag bekommen. War nicht ganz so cool. B, ja, hat es mir auch nicht so eingeleuchtet einfach. Ich weiß nicht, wie Andi, wie deine Meinung so drüber ist. Also erstmal muss ich ja sagen, dass Zu mich Apple teuer. eh. Bitte? Zu teuer ist sie vor allen Dingen. Ja, das kann man wohl sagen. Erstmal muss man sagen, dass Apple da ja eh alle, sage ich mal, enttäuscht hat, weil sie einfach unfassbar spät rauskommen. Die Apple Watch, da war der Trend von den, wie heißt der Trend? Ich weiß es nicht. Wearables. Smartwatches, so. Smartwatch. Von den Smartwatches ja schon überhaupt super mega angelaufen und schon fast wieder zu Ende gefühlt. Da kam die Apple Watch gerade auf den Markt. Und wirklich bombastische neue Features, die die anderen Uhren haben, hat diese nicht, außer das Feature, dass sie viel zu teuer ist. Mein Vater zum Beispiel wollte auch eine haben und die Uhr, die er sich hätte ausgesucht, die hätte um die 1000 Euro gekostet mit dem Metallarmband und so weiter. Das lief dann für ihn auch darauf hinaus, dass sie sich auf jeden Fall nicht holt. Ich denke, wer diese Uhr haben möchte, aber wahrscheinlich auch nicht kauft, weil sie viel zu teuer ist, sind vor allem Sportler, weil da muss ich sagen, das finde ich schon ganz cool, was die so kann mit den ganzen Sport, Analysen, Statistiken und so weiter. Aber da kann man sich auch irgend so ein Billigband von, wie heißen die ganzen Jawbone oder was weiß ich holen, die auch diese ganzen Analysetechniken und so weiter drin haben. Dann muss man natürlich wieder eine externe App und so sich runterladen, aber für diesen 5-sekündigen Mehraufwand, den man dadurch wahrscheinlich hat, ist das jetzt, sparst du sehr viel Geld. Nämlich sehr, sehr viel Geld. Und das Einzige, was ich zum Beispiel cool finde, ist diese Navigation, dass du am Handgelenk dann Vibrationen bekommst, wenn du abbiegen musst und so weiter. Aber da ich eine Navigations-App wahrscheinlich einmal alle paar Monate aufrufe, ist das jetzt auch nicht irgendwie 600, 700, 800 Euro wert. Und ansonsten, wirkliche Features fallen mir da auch nicht ein. Und die meisten Sachen, die man damit machen kann, würde ich damit nicht machen. So wie Alex schon sagte, würde ich da eher mein Handy rausholen, um SMS zu antworten, um ans Handy zu gehen. Man kann natürlich geheimagentenmäßig mit seinem Handgelenk dann telefonieren, aber wer möchte das? Vor allem, weil die Qualität dann wahrscheinlich nicht mal so gut ist. Und ein sehr, sehr großes Kriterium gegen diese Uhr ist vor allem die Akkulaufzeit. Man kann nicht mal einen ganzen Tag damit verbringen und Doch, damit doch, rumlaufen, ohne doch, dass doch, der doch, Akku leer doch. ist. Doch, doch, doch. Also das, ich habe wie gesagt, habe die ausprobiert jetzt. Ich hatte die ja zum Beispiel unter anderem in den USA mit. Und du kannst ja locker einen ganzen Tag. Also ich habe, wenn ich die morgens zu BlizzCon um 8 Uhr, also ich habe da jetzt nicht ständig irgendwie was mitgemacht, logischerweise, weil ich wüsste jetzt auch nicht was. Aber einfach nur so zum Tragen hatte ich abends noch über 50% Akku. War Richtig, du kein hast nicht viel Problem. mitgemacht, wenn nicht, wenn man die jetzt zum Was soll Beispiel, ich da wenn machen man irgend noch? so ein Typ ist, der, keine Ja, wir Ahnung, spielen ja drei. auch nicht jetzt irgendwie auf so einem billigen. Ja, wenn man drei bis viermal Nein. die Woche, sage ich einfach mal, Sport macht und diese Programme dafür nutzt, die sie da anbieten, dann Nee, hat man das läuft ja wahrscheinlich das. automatisch mit Sport. Also, das läuft ja bei jedem. Egal, ob du Sport machst oder nicht, läuft dieser Tracker automatisch. Den hast du am Ja, aber Ende du des kannst ja Tages noch auch. spezielle Apps und alles Mögliche dafür Aber aktivieren. was ich kurz sagen wollte, von wegen, du meinst, Apple ist zu spät. Sie haben knapp 75% Marktanteil mit der Uhr. Was ich irgendwie nicht glauben kann, ehrlich Doch, gesagt. doch, doch, ist so. Ist ja von unabhängigen Leuten, weil die anderen sind einfach noch viel, viel schlechter. Und was ich Sind auch von Marketing schlechter Alex. von den anderen, würde ich sagen. Also ich Ja, würde jetzt nicht vielleicht. behaupten, dass die Uhren schlechter sind. Also ich habe jetzt natürlich keine persönlichen Vergleiche, aber ich denke eher, dass halt einfach das Marketing von Apple da Auch. durch den Lifestyle-Faktor hat das halt so viele Verkäufe zum Teil. Auch wenn es sicher viele Käufer nicht zugeben wollen, aber ich denke, das ist ein großer Faktor, der da eine Rolle mitspielt. Ich muss aber auch Alex, wie heißt es, keine Ahnung, bestätigen, dass ich noch nie in Deutschland eine Apple Watch an einem Fußgänger gesehen habe oder was weiß ich für Leute, die eine Apple Watch getragen haben. Als wir in Amerika waren, haben wir, glaube ich, ein paar wenige gesehen und wenn man irgendwie
im Fernsehen irgendwas aus Amerika sieht, dann sieht man da vielleicht auch mal eine Apple Watch. Aber in Deutschland habe ich echt noch nie eine gesehen. Und leider hatte ich auch noch nie eine in der Hand. Ich musste endlich mal in einen Apple Shop und sie anfassen. Ja, also wie gesagt, sie ist auf jeden Fall zu teuer für das, was sie kann. Das gibt es halt billiger. Das ist so die Quintessenz für mich persönlich. Und wenn, dann hätte ich auch eine anscheinend lieber mit Metallarmband, weil ich von den anderen ja Ausschlag kriege. Und die sind halt zu teuer. Da bleibe ich lieber bei meiner Swatch. Die ist bedeutend günstiger. Was man ja auch oft liest, ist, dass wenn sie einmal runterfällt, sofort der Display wahrscheinlich kaputt ist. Keine Ahnung. Und generell warte ich ja lieber auf Version 2 und 3 bei ganz neuen Produkten von Apple, weil die dann auf jeden Fall besser sind Ja, da bin und ich die auch ersten gespannt, Kinderkrankheiten weg sind und so weiter. Ich was sie hoffe ja, dass Neues machen. sie, ja, ich hoffe ja, dass sie jetzt, ich glaube, Februar oder Ende Januar, Anfang Februar wird ja die nächste Apple Keynote sein, dass sie da dann, wie heißt das OS davon? Das hat doch auch einen speziellen Namen, ne? Ich nenne es mal watchOS So heißt Nummer es auch. 2 rauskommt und dass da dann auch ein paar mehr nützliche Funktionen drin sind. Weil ich mir so sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, was wir machen sollten, aber Ich auch nicht. ich lasse mich gerne überzeugen. Ja. Kann ich mir auch gar nicht, ja, also mir gar nicht vorstellen irgendwie, gebe ich auch zu. Aber okay. Zu teuer. Wir werden sehen. Das definitiv, ja. Ja, was sonst heraus kann man das bei neuen Handys mal. Ich schieb sie mal zusammen, auch in eurer Liste dann. Natürlich von den größten ja, Vertreibern, in Anführungsstrichen, zwei neue Flaggschiffe, die auch beide einen 6 im Namen haben. Das eine heißt S6 und das andere 6S, nämlich das Samsung Galaxy S6 und das iPhone 6S. Verwirrung ist manchmal groß da bei einigen Leuten, glaube ich. Und ja, das neue Samsung-Handy. Also Samsung hat ja immer mehr Probleme. Einfach, sie haben lange Zeit den Android-Smartphone-Markt dominiert. Sie dominieren den, glaube ich, immer noch, aber sie haben auf jeden Fall Verkaufsprobleme und sind da enorm dran am Arbeiten. Das Samsung Galaxy S6 hat das Ganze auch noch nicht gelöst. Habt ihr selber mal ein S6 in der Hand gehabt, sozusagen, oder? Nein. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Okay, dann könnt ihr Ich dazu jetzt interessiere auch. mich auch nicht so für andere Handys außer die neuesten iPhones, weil ich einfach so einer bin, der sehr schwer wechseln kann. Und deswegen wird es auch noch lange dauern, bis ich wahrscheinlich eine andere Marke mal in meinen Händen haben werde. Ich glaube halt, was du gerade gesagt hast, dass Samsung Probleme hat. Ich vermute halt, früher war das halt irgendwie so eine kostengünstige Alternative zum iPhone mit ähnlicher Hardware, wenn nicht sogar genauso gut oder besser zum Teil. Und mittlerweile sind die preislich halt sogar über dem iPhone, also wahrscheinlich knapp drunter. Gleichgezogen auf jeden Fall, Ist auf jeden Fall ja. gleich ähnlich, ja. Und ja, es sind sicher gute Produkte. Ich hatte auch schon das S5 hatte ich auf jeden Fall schon in der Hand. Qualitativ sicher nicht schlecht. Aber ja, es ist halt einfach in direkter Konkurrenz zum iPhone aufgrund der Preisklasse. Und dementsprechend, denke ich, schneiden die jetzt auch mittlerweile schlechter ab. Ich meine, overall dominiert natürlich Android sowieso, weil natürlich sie einfach viel billigere Smartphones haben. Das ist klar. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn das einer von euch da draußen jetzt einwerfen will, das wissen wir, dass Android overall. Ne? Aber es gibt halt immer mehr andere Anbieter, zum Beispiel von dem chinesischen, koreanischen Markt, wo mir der Name nicht einfällt, aber vielleicht einer von Huawei, euch. HTC, Huawei vor allen ja. Dingen, ja. Die HTC ist ganz schlecht. Also denen geht es ganz schlecht, leider. Ich fand das von denen, die One-Serie fand ich sehr gut, Wobei aber das hatte ich auch neue mal. 1 zu 1 kopiert aussieht wie das iPhone 6. HTC One, das neue? Ich weiß nicht, ob es HTC One ist, es war auf jeden Fall irgendein Ach so, HTC-Handy. ja. Naja, aber denen geht es auf jeden Fall schlecht. Naja, die werden halt, Samsung wird da immer weiter unter Druck geraten und ja, mal sehen, wie das dann ausgeht für Samsung im Moment. Haben sie auf jeden Fall noch Platz 2 sicher also in diesem Segment, in diesem konkreten Segment meine ich jetzt, ja. Und wobei man, wenn man sich halt das noch immer so anschaut, dass irgendwie 98%
des Gewinns, den ja, der Smartphone-Markt macht, geht ans iPhone, ist halt immer noch krass. Ne? Das habe ich letztens erst wieder Ja. gelesen. Ist die aktuelle Zahl von diesem Jahr 98% des gesamten Gewinns am Smartphone-Markt geht an Apple. Ich sehe Das ist halt, so krass. um das mit der Apple Watch zu vergleichen, ich sehe immer noch jeden Menschen, den ich antreffe, fast mit einem iPhone und nicht Nee, mit irgendwas anderem. in Deutschland ist das aber extrem anders. Ja. Ne? Also die meisten Leute in Deutschland, also den hohen Marktanteil hat Apple vor allen Dingen in den USA, nicht Das ja in sowieso, aber Deutschland. auch trotzdem hier sehe ich wirklich sehr viel mehr iPhones als alles andere auf der Welt. Was ich generell zu dem Thema Smartphone nochmal sagen wollte, ist, dass mir halt einfach seit wirklich ein, zwei Jahren oder so irgendwelche Innovationen mal wieder so langsam fehlen. Da muss mal wieder irgendwas sehr Großes, Neues auf den Tisch kommen. So ein gebogener Bildschirm wie beim Galaxy Edge oder wie es hieß, das war jetzt nicht so wirklich der Burner, fand ich, weil dadurch einfach nicht so ein großer Nutz, so große neue Sachen kommen. Beim iPhone 6S ist ja jetzt Force Touch, haben sie jetzt eingebaut, was ich immer noch sehr dramatisch finde, dass sie das nicht ins iPad Pro mit eingebaut haben und immer noch nicht verstehe, wieso, außer mehr Verkäufe von was anderem. Und auch das ist jetzt nicht so dramatisch toll wahrscheinlich. Im nächsten iOS werden sie vielleicht da ein bisschen mehr mitmachen, dadurch, dass sie es jetzt halt das Ah, erste die Mal in diesem. App-Anwender etc. werden auch immer mehr Ja. mitmachen, klar. Also dadurch kommt halt wieder eine neue Art der Bedienungsmöglichkeit und ich bin gespannt, was sie damit machen. Und das ist so das einzigste wirklich Innovative, in Anführungsstrichen, was sich jetzt in letzter Zeit getan hat. Und ich warte halt so langsam, oder ich warte immer noch quasi auf irgendwas Großes, Neues. Und gebogene Bildschirme sind ja weiterhin immer noch im Kurs, dass das ja so das große neue Ding irgendwann mal wird. Und ich frage mich immer noch, ob ich da überhaupt begeistert sein soll von. Ich weiß aber nicht, also viele Leute, das ist ja dieser Druck auf Technikunternehmen, den ich so beschreibe. Viele Leute erwarten irgendwie jedes Jahr, wenn so eine Keynote ist, was bombastisch großes Neues. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch geben kann. Natürlich war das iPhone damals unglaublich bahnbrechend im Vergleich zu dem, was es davor gab. Aber das kann man dann meiner Meinung nach nicht immer wieder weiterspinnen, oder? Wie siehst du das, Alex? Nee, ich glaube auch, dass langsam irgendwie wieder ein Innovationsende erreicht ist. Ich würde es fast vergleichen mit wie, wenn es da, also bevor das iPhone angekündigt wurde, da waren ja, gab es ja auch keine Revolution, da hatte man Ja. halt irgendwann seine Klapphandys Yay. und da hat sich ja nicht viel getan, außer halt immer bessere Hardware und so weiter, bis halt dann wirklich so ein Riesensprung war. Und ich denke halt auch, dass wir jetzt nichts Innovatives mehr sehen werden, bis es irgendwann mal wieder irgendjemandem gelingt, so einen Riesensprung zu machen. Klapphandy ist Worüber wir übrigens. natürlich nicht reden können, weil wir nicht wissen, was es ist, sonst wären wir wahrscheinlich reich. Ja, das stimmt, ja. Klapphandys finde ich übrigens auch geil. Immer wieder in Filmen sieht man ja, wenn die Leute nicht mehr wollen, dass sie erreichbar sind, dann nehmen sie das Handy und zerbrechen es. Es ist immer so geil. Ich weiß nicht genau, warum nehmen sie einfach die Karte raus, ja? Also zerbrechen wird auf jeden Fall nicht helfen, wenn da ein GPS-Chip drin ist, der noch aktiv ist dann, ne? Aber egal, das fand ich nur mal wieder witzig, wo du gerade die Klapphandys erwähnst. Nee, deswegen, also das finde ich halt auch, da gebe ich dir vollkommen recht, Alex. Das sehe ich auch so, dass das eben das Problem ist. Was soll da kommen jetzt, das so richtig krass reinhauen, ne? Also was halt wirklich cool wäre, ein bisschen wie Ex Machina, dass halt die KI, Siri quasi viel, viel intelligenter wird, aber das ist Ja. halt, das sind wir noch ein paar Jahre davon entfernt, fürchte ich. Ja. Wobei da jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, OpenAI, glaube ich, heißt, gegründet wurde von Elon Musk unter anderem, der, wo auch Tesla und SpaceX gegründet hat, der das vorantreiben möchte, die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, da bin ich mal gespannt. Da wären wir ja wieder bei Ex Machina, Ja, ne? Bei den Gefahren von künstlicher Intelligenz. ja. Aber naja. Ja, gut, sind wir mal bei den Smartphones da gewesen. Was ja auch dieses Jahr rausgekommen ist und was ich so gar nicht mitbekommen habe, was es alles kann, da habe ich mir letztens erst ein Review durchgelesen und würde das immer noch gerne selber mal testen, mal sehen, ob mir das irgendwie gelingt, ist ja das Nvidia Shield TV. Kennt ihr das? Wisst ihr, was es kann? Ich kenn's, ja. Also, weißt du auch, was komplett kann mit diesem Netflix-ähnlichen Ding, wo du dann halt richtig gute Spiele per Er ist Streaming. halt, genau, Spiele streamen. Genau, dass du man, wo man halt richtig, weil die Box selber hat halt eine ähnliche Leistung wie das neue Apple TV. Aber sie hat halt die Möglichkeit, Spiele zu streamen. Bedeutet also, dass man irgendeinen aktuellen AAA-Titel dort auf dieser Box, die nur 170 Euro oder sowas kostet bei Amazon, streamen kann. Und ja, das ist natürlich krass, grundsätzlich. Also, warst du fertig? Sorry, Ja, wollte kannst du dich gerne ruhig unterbrechen. sagen. Es wurde ja schon vor ein paar Jahren mal versucht mit dem Spiel-Streaming. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, wie der Service hieß. Hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt, gibt es glaube ich nicht mehr.
Den M-Pox und ich damals hatten wir, glaube ich, sogar mal. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass die Zeit dann noch nicht gekommen war, aber dass es irgendwann mal jetzt in naher Zukunft kommen wird, genauso wie mit den Smartphones. Ich meine, da gab es vor dem iPhone ja auch schon ähnliche Apparaturen, die keinen Erfolg hatten. Und ich glaube, genauso ist da halt auch, dass da jetzt irgendwann die Technik so weit ist, dass man das qualitativ hochwertig machen kann, das Spielstreaming. Und da hatte ich ja dir letztens auch schon gesagt, dass ich halt glaube, dass wir in Zukunft auch keine Hardware mehr zu Hause haben werden, also PCs, sondern dass halt nur minimalste Hardware zu Hause ist und der Rest dann komplett gestreamt wird. Und ja, also nicht nur bei Spielen jetzt, aber vor allem bei Spielen bietet es sich natürlich an, weil man das dann viel zugänglicher machen kann, auch irgendwie sehr, sehr gute Grafik, wenn man jetzt nicht gerade die neueste 1000 € Grafikkarte zu Hause hat. Dementsprechend finde ich das eine coole Entwicklung und ich hoffe, dass es weiterhin auch Erfolg haben wird. Ist die Frage, wie gut das halt geht. Hast du sowas schon mal ausprobieren können? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Also Nee. Nvidia Shield. Also ich habe mir da nur ein paar Tests angeguckt jetzt letztes Mal, weil mich das echt interessiert hat, weil wir darauf ja hingewiesen wurden nach unserem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Und finde das schon interessant. Mich würde da wirklich mal interessieren, wer von den Leuten da draußen vielleicht ein Nvidia Shield hat und uns darüber nochmal seine Eindrücke schildern kann. Und ob ihr es interessant findet, darüber zum Beispiel Eindrücke auch zu bekommen, weil ja, auch gerade, dass es so Netflix quasi für Games gibt, finde ich natürlich nochmal interessant, weil das Ganze natürlich dann das wiederum auch eigentlich billiger machen würde, aber das ist die Frage, ob es das halt wirklich macht, ne? Also ich muss auch sagen, ich war erst skeptisch, vor allem mit Lag und Qualität, ob das Ja. verzögerungsfrei geht. Und ich habe da mal ausprobiert mit TeamViewer, kennt ihr ja bestimmt. Ja. Einfach mal, wenn man da ein Spiel streamt oder so, das ja, geht ja überhaupt nicht. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Und dann nee, hatte ich aber. letztens eine andere Software, Anydesk heißt die, mit der habe ich es auch probiert und mit der geht es echt flüssig. Und von daher denke ich, wenn man das dann auch noch auf Spiele optimiert, dann funktioniert es auf jeden Fall mit der heutigen Technik und auch mit den Internetverbindungen verzögerungsfrei oder halt mit minimaler Verzögerung. Vielleicht jetzt professionell irgendeinen Shooter spielen oder so, wird wahrscheinlich schwer, wo es wirklich auf Millisekunden ankommt. Aber jetzt generell sowas wie Assassin's Creed oder WoW auch, sehe ich eigentlich schon im Rahmen des Machbaren mit aktueller Technik. Ja, das Gute ist natürlich auch einmal, dass man sowas dann tatsächlich auf den großen Bildschirm holen kann. Wo natürlich vor allen Dingen einige Spiele immer ein interessanteres, ja, also einfach mehr Spaß machen zu gucken, das muss man einfach mal sagen. Ne? Weil die Optik natürlich eine ganz andere ist als auf dem PC-Bildschirm, der üblicherweise kleiner ist. Ne? Aber naja, bin mal gespannt. Dann, ja, Nvidia Shield, definitiv eine interessante neue Technik. Du hast das auch noch gar nicht angezockt, oder? Nehme ich an, Andy. Nee. Aber ich finde, Spiele-Streaming auf jeden Fall auch, sollte mal langsam wieder in Fahrt kommen. Aber ich glaube halt, die Infrastruktur, die dahinter stecken muss, von den Firmen, die das da anbieten, so eine Netflix für ihre Spiele, so ein wirklich großes, Ist wo ja auch Nvidia in wirklich, dem Fall. aber ein wirklich großes, wo halt massig viele bekannte Blockbuster-Titel und was weiß ich alles angeboten wird, die brauchen so eine krasse Infrastruktur halt einfach, wenn sie da, sag ich mal, 100.000 oder gar Millionen Spieler dann versorgen wollen mit dem Stream, das ist ja ziemlich teuer. Bin mal gespannt, wann Amazon da einsteigen möchte. Ja, Das könnte ich mir da gut frage ich mich vorstellen. dann nämlich auch, ob quasi bestehende bekannte Firmen das ins Rollen bringen oder ob da irgendwas Neues auf einmal auftaucht, was eine riesige Infrastruktur aufgebaut hat und dann erstmal den Markt dominieren wird und dann, wie es halt üblich ist, jeder nachzieht. Und wie sich das dann auch alles wieder ausbalanciert, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn dann die ganzen Leute wieder alles nachmachen. Ich habe es letztens gelesen, Amazon baut jetzt eine eigene Flugzeuglinie. Das fand ich auch wieder sehr interessant. Man muss Ist halt zwar sagen, dass. überhaupt nicht dieses Thema, aber Amazon, weil du meintest, Amazon, die machen ja auch immer wieder ganz neue Markt. Ja, weil sie halt Twitch gekauft hatten, bin ich jetzt Ja, richtig. draufgekommen. Man muss halt sagen, dass Spielestream technisch deutlich teurer ist als Videostream, weil Ja. das natürlich für jeden Einzelnen gerendert werden muss und simuliert werden. Und ein Video hat ja jeder dieselbe Datei quasi, auf die Richtig. zugegriffen wird. Ja. Von daher ist es technisch natürlich eine ganz andere Dimension nochmal. Ja, genau. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ich weiß nicht, wie. Wahrscheinlich haben wir einfach nur Kackleitung, obwohl ich mitten in Hamburg wohne. Aber wenn ich Filme und Serien streame, da kommen schon manchmal, wenn ich Pech habe, noch der ein oder andere Ruckler mit da rein. Echt? Auch wenn es nicht so oft ist. Aber
Ich denke, dass das deswegen auch sowieso noch eh ein bisschen dauern wird, bis dann halt auch die Leitungen weltweit noch etwas besser ausgebaut sind. Okay, ja, ne, also ich habe da auch gar keine Aussätze eigentlich im Normalfall. Ja. Aber sie experimentieren jetzt auch mit dieser neuen, mit diesem, obwohl das ist, glaube ich, nur für WLAN-Ersatz. Ja. Dieses LLAN oder wie es heißt, keine Ahnung. Naja, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Nächstes Thema. Ja, es gab noch ein neues MacBook, aber ich sag mal, in Anbetracht der Länge, in der wir hier schon feststecken, würde ich das einfach mal zurückstecken. Es ist halt einfach nur dünner, ultra dünn und ultra portabel, wo ich immer noch nicht verstehe übrigens, warum Apple nicht langsam auch mal Notebooks mit Touch einbaut. Aber ja, ne? Das ist eine ganz andere Fragestellung, die sich da stellt, ne? Ja, ansonsten VR-Brille, neue Version gab's. Wir haben eine ausgetestet, Alex, auf der Gamescom, ne? Nämlich die Oculus Rift wieder, wo wir uns zwischendurch dachten, das Ja. wäre irgendeine Samsung-Brille, die es aber dann nicht war. Fand ich sehr lustig, diesen Fehler. Und ja, wie würdest du es beschreiben? Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was Potenzial hat, finde ich. Ich finde es sehr interessant, nicht nur jetzt für Spiele. Das hat ja auch Facebook offensichtlich erkannt, dass es da mehr Potenzial als nur Spiele gibt. Zum einen natürlich ja, für sowas Soziales, zum Zusammenkommen quasi. Zum anderen könnte ich mir auch gut Filme vorstellen in dem Medium. Das ist halt so eine Sache mit einer hohen Eintrittsschwelle irgendwie. So ähnlich wie Kinect würde ich es vergleichen, weil das hatte Microsoft ja versucht, das aufzuzwängen und das mit zu bundeln, aber nicht mal das hat ja funktioniert und das soll da genauso. Man braucht halt die Hardware dafür, dass es funktioniert. Und die kostet halt nun mal sicherlich 400 €. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon Preise gibt, aber ich denke mal, auf jeden Fall 400, 500 € in dem Rahmen, denke ich, damit kann man rechnen. Und ja, das wird halt dann schwer, denke ich, dass es dafür dann wirklich Content gibt, der halt auch wirklich gut ist und nicht nur portiert. Was dann wiederum ja meistens nicht so toll ist. Aber generell hoffe ich, dass es erfolgreich wird, weil ich finde es, also ich fände es cool auf jeden Fall. Wenn ich an VR-Brillen denke, denke ich immer an vor 10 Jahren oder so, als es schon mal solche Brillen gab, die natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit denen sind, die es heutzutage gibt oder sogar noch länger her, 15 Jahre vielleicht eher. Da hatte ich nämlich bei meinem Cousin damals, der hatte so eine komische Brille, wo dann in richtig schlechter, in Schwarz-Weiß, glaube ich, war das noch auf dem Bildschirm oder grün-schwarz war es ja eher damals, irgendwelche komischen Spiele gespielt wurden, was ja auf jeden Fall nicht vergleichbar ist, aber daran denke ich immer bei VR-Brillen. Wenn ich mir so Videos ansehe, finde ich das auch immer ganz lustig. Vor allem, wenn dann solche Videos sind von wegen Pornos schauen mit VR-Brillen und sowas. Hat natürlich auf jeden Fall Zukunft für den Pornomarkt, würde ich sagen. So Gab wie es ja das auch da schon. schon, glaube ich, jemand, der angekündigt hat, dass sie einen drehen oder wurden schon welche gedreht. Ja, richtig. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Aber du hast schon das Richtige erwähnt mit dieser Eintrittsschwelle. Ich glaube, das wird noch lange dauern und sehr viel Marketing benötigen, damit das wirklich, wirklich richtig erfolgreich wird, dass das quasi in vielen Wohnzimmern daheim liegt und man öfters damit spielt. Das ist halt wirklich so ein großes Ding, wo man sich wirklich sehr umstellen muss, was dann ein komplett neues Erlebnis ist. Und sowas hatte man auf jeden Fall schon länger nicht mehr, dass man wirklich was komplett Neues hat. Und ich weiß nicht, ob ich es mir wünsche, dass es wirklich so umgesetzt wird. Dann wünsche ich mir lieber, dass Hologramme irgendwann mal endlich fortschreiten und nicht, dass man halt noch so eine Brille anziehen muss. Weil das finde ich immer noch so ein bisschen nervig, dass man eben halt diese fette Brille dann erstmal noch am Kopf haben muss. Also das Oculus Rift ist ja ein bisschen größer noch, falls ich mich da jetzt noch richtig dran entsinne. Ich hatte jetzt auf der PlayStation Experience, die ja letztens war, weil PlayStation arbeitet ja auch an der eigenen VR-Brille. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die, weißt du Morpheus, das? nee, die haben sie umbenannt auf PlayStation VR, glaube ich, einfach. Ja, VR einfach, genau, irgendwas Langweiliges. Das hatte ich da gesehen und da hatten sie ein total unnützes Spiel mit bei gezeigt, wo ich total konfus war, was das sein soll. Und da hat sich der Hype sowieso schon gelegt, falls ich überhaupt einen hatte. Ja. Ich gucke es mir an aktuell, ich verfolge es quasi, aber nicht aktiv. Und wenn es irgendwann mal wirklich marktreif ist, und zwar marktreif mit erschwinglichen Preisen, dann werde ich es mir, denke ich mal, auf jeden Fall auch mal geben, um einfach dieses Feeling und dieses Erlebnis mal zu sehen, weil man hat halt viele Videos im Internet, wo man sieht, dass die Leute da auf jeden Fall sehr viel Spaß bei haben. Und ich kann mir vorstellen, dass halt einfach wirklich ein komplett anderes Gefühl da besteht, wenn man dadurch spielt.
Aber wie lange es wirklich noch dauert, bis das wirklich aktiv in vielen Wohnzimmern liegt, da sind bestimmt noch sehr viele Jahre. Ich muss auch sagen, was du meintest mit dem, dass es recht groß ist. Also es stimmt natürlich, aber ich hatte es jetzt schon ein paar Mal auf und ich finde, wenn man dann wirklich spielt, dann Ja, wenn vergisst man man das. im Und dann ist Flow man noch, ist. ist man wirklich im Ja. Spiel auch drin. Ja. Also es ist schon ein Unterschied Ist auch vom sehr abschottend, muss Erlebnis. man sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das waren ja jetzt nicht mal die Spiele, die wir auf der Gamescom gespielt hatten, waren jetzt nicht mal so die immersiven Spiele, die man damit wirklich machen könnte. Ja. Ja, das stimmt. Aber mit dem Oculus Rift, das ist ja wie. Du hast dann ja weiterhin Controller in der Hand, ne? Oder? Ja. Ja, genau. Es gibt ja auch solche Videos oder solche Experimente oder was weiß ich was, wie man es nennen möchte, wo man halt so ein Oculus Rift aufhat und dann halt noch so eine Laufplattform unter sich und so ein lustiges, weiß ich nicht was, eine Art Exoskelett, womit man sich richtig bewegt und so weiter und so fort. Das finde ich ja auch spannend, aber das sieht ja immer noch sehr alphamäßig aus. Das dauert noch mehr als 10 Jahre, glaube ich, bis sowas spruchreif ist, dass man wirklich laufen kann in dem Spiel selbst und so weiter. Und ob das überhaupt mal richtig möglich ist, ohne dann gegen den nächsten Wohnzimmertisch zu rennen, ist eher fraglich. Aber das finde ich zum Beispiel noch ein bisschen interessanter, als dass man nur sich quasi 360 Grad umgucken kann und dann weiterhin den Controller in der Hand hat. Wobei das natürlich auch schon ein richtig cooles Feeling wahrscheinlich sein wird. Aber ich weiß halt nicht, ob es wie ihr schon mit Kinect und der Wii-Fernbedienung und so weiter. Das haben alle auch sehr cool gefunden am Anfang und dann hat es alle genervt, weil es halt einfach umständlich ist, anstatt sich einfach aufs Sofa zu pflanzen, den Controller in die Hand zu nehmen und loszuzocken und nicht dann auch noch den Kopf selbst zu bewegen, um alles zu gucken, sondern man hat einfach alles auf einen Fleck auf den Fernseher, man weiß, den Controller nur ein paar Knöpfe drücken und fertig. Ob es vielleicht auch ein bisschen darauf hinausläuft, das ist natürlich noch abzuwarten. Kann ich sagen, an der Uni habe ich ja noch bei einer Studie mitgemacht, auch mit Oculus Rift. Der hat ohne Kontrollensteuerung gemacht, nur mit Kinect zum einen und zum anderen mit Gestensteuerung. Und es war also, ich habe das eine Stunde oder so gespielt, am Anfang, also auch am Ende noch recht verwirrend, weil es natürlich komplett andere Ja. Interaktion ist. Hat schon Potenzial, aber es ist natürlich, ja, da ist noch einiges an Arbeit notwendig. Das Laufen war in dem Spiel einfach nur den Fuß nach vorne, das ist dann sehr verwirrend gewesen nach einer Weile, Ja. aber ja, ist möglich, aber muss noch gearbeitet werden dran. Das stimmt, ja. Naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall eine Technik, finde ich, die Zukunft hat und die definitiv, ja, da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also auf den nächsten Gamescom, denke ich, werden wir da schon wieder was Neues sehen. Ne? Also von daher. Ich hoffe, dass auf der nächsten Gamescom die langsam mal schon auf dem Markt sind. Ich meine, sollten die nicht Anfang 2016 sogar released werden? Oculus zumindest? Ja, kann sein. Also ich weiß nicht genau, was wann kommt und was man dann halt auch wieder damit spielen kann. Also was sie damit tatsächlich unterstützen werden, sage ich jetzt mal, welche Spiele. Und ich denke, das ist definitiv oder sind beides definitiv interessante Angebote. Ne? Also müssen wir mal gucken, wie das so wird. Schauen wir Jo. mal. Ja, ansonsten. Was haben wir sonst noch? Genau, die Logitech G910 finde ich eine tolle Gaming-Tastatur. Wollte ich darauf nochmal hinweisen. Ich selber nutze sie ja und würde gerne, weil ich weiß, dass er sie auch nutzt, den Alex nochmal bitten, seine Meinung dazu zu sagen. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt keine Probleme damit. Das ist eine gute Tastatur, aber ich ja, wüsste jetzt nicht, was den Preis rechtfertigen sollte gegenüber einer anderen Hast du Tastatur, sie denn außer dann dass sie ausgegeben? mechanisch ist. Ja, ich weiß nicht, hat halt eh eine neue Tastatur gebraucht. Ja. Rückwirkend, wie gesagt, finde ich halt, es hätte auch wahrscheinlich eine günstigere getan. Sie ist gut, erfüllt ihren Zweck. Und ich kann mich jetzt auch nicht über irgendwas beschweren, aber ich finde, es gibt halt im Praxiseinsatz macht es halt nicht alles, was sie machen könnte. Zum Beispiel fände ich halt cool, wenn ich recht einfach sowas machen könnte, wie dass meine Tasten ihre Farbe ändern, je nachdem, wie meine Skills in LOL oder WoW Cooldown haben. Dass sie halt rot sind, wenn sie auf Cooldown sind und grün, wenn sie ready sind. Ich meine, das ist mit der API natürlich machbar, aber nicht jetzt zumindest für einen Normalverbraucher. Das müsste halt Blizzard oder Riot oder die Spieleunternehmen halt erlauben, beziehungsweise selbst einbauen. Ja. Aber so ist es natürlich sehr schön anzusehen, tolle optische Effekte trotzdem natürlich, fühlt sich gut an, kann man gut damit schreiben und arbeiten und spielen. Aber ja, wer halt einfach nur eine Tastatur braucht,
der muss nicht das Geld ausgeben für so eine teure, außer man möchte natürlich eh eine mechanische Tastatur. Ich glaube, da tut sich dann vom Preis nicht mehr viel mit anderen. Okay. Ja, da der Preis ist aber auch, muss man sagen, deutlich gesunken in den letzten Monaten. Ne? Ja, das habe ich Also natürlich nicht beobachtet. ja, da gab es jetzt vor allen Dingen in Richtung des Amazon Prime Sales hier, beziehungsweise Prime Sale weiß ja nicht unbedingt, sondern für alle Sale gab es die schon für knapp 100 € dann nur noch, ne? Was ja Ich weiß gar deutlich nicht, was ich gezahlt weniger habe. war. Ja, die hat am Anfang hat die richtig viel gekostet, meine ich. Aber naja. Ja, ansonsten, es gibt noch so ein paar Sachen, die wir jetzt hier besprechen könnten. Ich würde aber sagen, in Anbetracht der enormen Menge gehen wir mal nicht auf Sexpuppen ein, die eine künstliche Intelligenz haben könnten. Darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Also nicht über Sexpuppen, aber über künstliche Intelligenz. Über Elektroautos, die sicherlich interessant sind und dass irgendein 19-jähriger Deutscher eine Firma entwickelt, nein, nicht eine Firma, sondern eine Firma hat und die Schule abgebrochen hat und damit Prozessoren entwickelt, die mit denen von Intel konkurrieren sollen, finde ich sehr interessant alles. Aber lass uns noch mal ganz kurz über USB-C sprechen, welches ja als neuer Standard hoffentlich sich bald etabliert. Du hast jetzt gesagt, es gibt auch noch ein Urteil, wohin, ja, ich sag mal, Apple dazu gezwungen wird, USB-C zu nutzen, ne? Ja, in Europa zumindest, so wie ich das zumindest rausgelesen hatte. Die Schweiz hat jetzt so irgendein Gesetz verabschiedet, das halt regelt, dass Smartphones USB-C-Anschlüsse haben müssen. Aber, oder nicht USB-C konkret, sondern das, was die EU festlegt, weil die EU da irgendwie was festlegen wollte. Die haben irgendwie gesagt, entweder die Smartphone-Hersteller einigen selbst auf ein Format oder sie regeln das. Und da sie es offensichtlich nicht geschafft haben, beziehungsweise Apple hat es natürlich nicht geschafft, werden sie da jetzt dann eine Regelung verabschieden, die die in Europa zumindest dazu zwingen wird. Und da habe ich auch schon Diskussionen gelesen, dass Apple dann vermutlich in Europa einfach nur einen Adapter beilegt. Aber gut, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn Apple auch endlich mal von ihrem Trip da loskommt und zumindest sich da der Mehrheit beugt und den USB-C-Standard adaptiert. Ja, was meinst du dazu, Andi? Ich erinnere mich daran, dass das letztes Jahr schon mal Thema war mit Smartphones einheitliche Anschlüsse und so ein Schmarrn und wundere mich, dass das jetzt wirklich schon wieder ein Jahr her ist, dass das immer noch nicht durch ist. Aber so ist das ja mit der Politik. Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn so ein paar Anschlüsse mal gleich sind. Denn wir haben hier eine sehr große Expeditkiste, wo 1 Milliarde Kabel drin sind, weil man immer wieder was Neues hat. Ja, es war. Also das A, alles gleich ist gut. Und dann habe ich ja gerade zum Beispiel ewig daran rumgefriemelt, bis ich dieses dumme USB-Ding in dem Computer drin hatte. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der ganz oft passiert. Und ja, das alles ist irgendwie, diese beiden Punkte sind einfach ein großer Grund für USB-C. Ich hoffe, dass USB-C auch eine ähnlich technisch gute Leistung bringt, wie eben das von Apple favorisierte, wie heißt es noch gleich? Lightning. Nee, ich meine, also Lightning ist ja das für Smartphones, aber das, was die auf Thunderbolt, glaube ich, ne? So, ja. Also ist ja, nee. So, Thunderbolt. Ja, Thunderbolt, ja. Ja. Das ist ja von Intel und Apple, glaube ich, entwickelt. Und da kann man nur hoffen, dass zumindest USB-C ähnlich schnell ist, weil sonst wäre das wieder ein Grund für die Firmen, das nicht zu verwenden. Und ja, das ist halt flächendeckend. Aber ich dachte ja eigentlich auch, Apple würde das im letzten iPhone schon reinbringen, weil sie eben in dem neuen MacBook das ja als einzigste Anschlussquelle Richtig. genommen haben. Ne? Deswegen wundert mich das ja extrem, dass es Ja. nicht weiterverwendet wurde. Waren ja Ich auch meine, ich alle. habe auch schon Gerüchte gelesen, dass sie ein iPhone 7 USB-C Kann natürlich nehmen wollen. sein, ja, dass es vielleicht da schon zu weit war oder weiß nicht, dass sie nicht so schnell wieder rausbringen wollten, aber ja, naja. Ja, ansonsten gibt es jetzt bald vieles Neues auf der Consumer Electronics 2016 in Las Vegas. Da werden wir uns mal überraschen lassen, denn ich habe noch keine Infos dazu, deswegen auch keinen wirklichen Ausblick. Außer ihr habt jetzt irgendwas gehört, was da schon präsentiert wird. Ich wusste noch gar nicht, dass die ist jetzt schon wieder, von Die ist daher immer Quatsch. Anfang Januar, genau. Ja, langer, langer Podcast. Ich hoffe, euch da draußen hat er gefallen und denkt immer dran, Andi wollte den in einem Podcast machen, diese ganzen Themen. Bevor Patrick seine 1 Milliarde Serien- und Filmeliste konzeptioniert hat. Aber es war interessant, fand ich. In diesem Sinne, falls ihr es vor Donnerstag? Ja, Donnerstag hört,
viel Spaß beim Feiern, falls ihr feiert, Ach einen guten so. Rutsch, falls euch das irgendwas bedeutet. Ansonsten ist Silvester auch wirklich nur ein Tag wie jeder andere. Denkt immer dran. Lasst euch nicht zwingen, irgendwas Cooles zu machen. Der Tag muss mega geil sein. Habt Spaß. Mittwoch ist ja noch das Stream-Event, wo ihr gerne reinschauen könnt. Wird ein lustiger Tag mit Barlo und mir beim WoW-Zocken sein, denke ich. Teilweise macht ihr vielleicht auch mit, ich weiß es nicht. Und ansonsten war es das von mir und ich überlasse jetzt das Feld erst, damit wir eine Reihenfolge haben und sie wissen, wann sie reden sollen. Erst Andi und dann Alex und die beiden verabschieden sich dann auch noch vermutlich. Vermutlich. Vielen Dank zum Zuhören. Schönen Silvester und schönes Neujahr. Nicht so viel trinken. Und alles, was Patrick gesagt hat. Und wir hören uns dann spätestens entweder nächsten Montag wieder oder den darauffolgenden Montag. Auf Ja, ich Wiedersehen. würde es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage Tschüss, bis bald.